ich fange mal so an. Weißt du, in der Bibel findest du viele, viele Sachen enthalten, die, verstehe mich richtig, wie so kodiert sind. Und ich habe mich intensiv, also wirklich lange Zeit intensiv mit den biblischen Festen beschäftigt. In der Bibel gibt es ja verschiedene Feste des Alten Testamentes und da gibt es welche, die sind von Gott explizit angeordnet. Er hat genau gesagt, Achtung, folgende Feste möchte ich, dass die gefeiert werden und ich möchte, dass sie folgendermaßen gefeiert werden. Und es sind sehr detaillierte Angaben, wie die Feste, mit welchen Dingen und so weiter, die zu begehen sind. Und das ist etwas, was absolut prophetisch ist und was eine dramatische heilsgeschichtliche Message für uns beinhaltet. Und ich habe das in eine Buchserie gebracht, vielleicht hast du davon auch schon mal was gehört. Hier 7 kleine Büchlein sind das über die 7 Feste der Bibel und ihr Geheimnis. Also, das fängt an beim Passafest natürlich, beziehungsweise Pessach, Matzot, das ist die das Fest der ungesäuerten Brote, dann das Fest der Erstlingsfrüchte, das Wochenfest oder Pfingsten, hebräisch Shavuot, dann Rosh Hashanah oder Yom Teruah, der Tag des Schofarblasens, Yom Kippur und zum Schluss noch das Laubhüttenfest, Sukkot. Und für jedes dieser Feste also ein kleines Büchlein, was du dann zu dieser Zeit, wenn du willst, lesen kannst oder überhaupt. Und da ist der Bogen enthalten von dieser ganzen Heilsgeschichte und auch viele zusätzliche Dinge, also beispielsweise ein paar Streiflichter aus der Kirchengeschichte, warum hat sich das ganze, sagen wir mal, Judentum und Christentum, warum hat sich das getrennt, dann auch über Purim oder Chanukka und so weiter. Also ganz interessant, sich damit zu beschäftigen, auch über die Wallfahrtsfeste was. Dazu gehört hier diese Jahreskreislauf, der das Ganze erklärbar macht, aber da muss man einsteigen, damit man das kapiert. Hinten noch was drauf, die Opfer im Alten Bund. Und das Interessante ist, wir haben uns jetzt gesagt, wie können wir hier an diesem Karfreitag, an diesem Osterfest einfach hier unsere Geschwister, wie können wir die segnen? Und diese Sache ist so, das ist eigentlich verhältnismäßig teuer, sage ich mal. Wenn du alle zusammen nimmst, einzeln kaufst, kostet das über 46 Euro. Und wir haben den Preis schon runtergemacht auf 38,50 bei uns im Shop. Und wir haben jetzt Folgendes gemacht. Von heute ab für 2 Wochen kriegst du diese Buchserie mit allem hier für 28 Euro. Also das ist wirklich etwas, wo wir gesagt haben, wir wollen ein Special machen. Wir wollen das wirklich für Leute zugänglich machen. Sie können das bekommen zu einem Sonderpreis. 28 Euro, wie gesagt, regulär 46 noch was. Ich denke, das ist eine super Geschichte. Und dazu gibt es auch noch das Ganze als DVD, wenn man das möchte. Ja, eine 4-teilige DVD-Serie zu diesen 7 Festen mit auch so einem kleinen Begleitbooklet hier. Und das kannst du ebenfalls für 28 Euro bekommen. Das ist für 2 Wochen ab heute bei uns im Shop für dich. Und ich möchte dir das dann hier vortragen. Und ich glaube, wenn du am Ende von dieser Predigt dann zurückdenkst, das ist bestimmt gut, sich damit nochmal weiter zu beschäftigen. Ja, weil es steckt grandios viel drin. 3. Mose 23 ist eins der zentralsten Punkte für dieses ganze Thema. Die Feste Jahwes, die ihr als heilige Versammlung ausrufen sollt, meine Feste sind diese. Und dann kommt eine Aufschlüsselung schon über fast 34 Verse, ja, wo schon diese Feste genannt sind. Und da heißt es, zuerst ist Passa. Danach kommt das Fest der ungesäuerten Brote. Dann kommt die Erstlinge eurer Ernte. Also das ist eingebettet in dieser Woche, wo die Erstlingsgabe dargebracht wird. Dann sollt ihr 50 Tage zählen und dann dem Herrn ein neues Speisopfer bringen. Dann ist das Wochenfest, also Shavuot. Ja, dann der Tag des Lärmblasens. Besser bekannt als Rosh Hashanah heute, beziehungsweise der biblische Name ist Yom Teruah. Dann der Versöhnungstag, Yom Kippur und zum Schluss dann das Fest der Laubhütten, Sukkot. Wie gesagt, ich habe mich da intensiv mit beschäftigt und es ist
Es ist einfach abgedreht, was da drin ist, was da drin steckt. Wenn du dich damit, je mehr du dich damit beschäftigst, desto begeisterter wirst du. Weil du siehst, wie die ganze Heilsgeschichte darin enthalten ist. Und der Startschuss ist Passa. Und das ist das, wo wir heute uns mit beschäftigen wollen. Passa ist das, womit das ganze Ding losgeht. Das ist das erste Fest. So, diese Feste, wie wir gelesen haben, sind die Feste des Herrn, sind die Feste Jahwes, es sind seine Feste. Das sind nicht jüdische Feste, das sind nicht nur biblische Feste, das sind die Feste Gottes. Er ist derjenige, der diese Feste konzipiert hat, geplant hat, gewollt hat, gesetzt hat und auch sehr sorgfältig im Ablauf und Zeitpunkt und mit dem Zeremoniell und so weiter geplant hat, weil, wie gesagt, diese Message da drin steckt. Ja, die ganze Ausprägung und alles ist ein Abriss über den Erlösungsplan. So, wenn du also diese Feste, diese Abfolge von den Festen verstehst, dann verstehst du auch sehr viel über den Erlösungsplan Gottes. Ja. Und in den fünf Büchern Mose finden wir hinsichtlich der Feste etwa 20 Mal die Aussage, es ist eine ewige Ordnung. Eine ewige Ordnung. Ja. Und das heißt, es ist ewig. Das ist eben mehr, als dass es nur Feste für Israel und so weiter sind, sondern es ist etwas, was Ewigkeitswert hat, eben die Heilsgeschichte. Und es sind Fixtermine, die Gott gesetzt hat. Ja, das hebräische Wort Moed, was für Fest steht, hat den gleichen Aspekt wie bei uns im Deutschen. Das gibt es nicht in allen Sprachen, aber im Deutschen haben wir das Wort Fest. Heißt ja, es ist ein fester Zeitpunkt, ein fester Termin, ist etwas fest. Gesetzt. Und genau das Gleiche ist im Hebräischen. Also ein Fixtermin, ja, der eben nicht irgendwie zur Disposition steht. So, und jetzt ist was sehr interessant. Wenn wir uns nämlich damit beschäftigen, dann sehen wir die sieben Feste. Da gibt es drei Feste im Frühling. Das ist gerade das, was wir jetzt bedenken wollen, heute an diesem Karfreitag. Ja? Das ist das Passafest, das ist das Fest der ungesäuerten Brote, Matzot, und das ist dieser Tag der Erstlingsfrüchte. Dann dauert es mehrere Wochen, dann kommt das Wochenfest, Pfingsten, und danach gibt es eine lange Phase und dann gibt es die Herbstfeste. Und die folgen auch relativ schnell aufeinander. So, und das Interessante heilsgeschichtlich ist, wenn man da tiefer einsteigt, die ersten vier Feste sind heilsgeschichtlich erfüllt. Ja, Jesus ist gekommen, Jesus ist gestorben, Jesus ist auferstanden, Heiliger Geist ist gesandt worden. Das ist alles erfüllt, das ist geschehen, das ist passiert. Und danach gibt es eine lange Phase und dann kommen die drei Herbstfeste. Und die drei Herbstfeste stehen noch aus. Ja, und das ist interessant, sich damit zu beschäftigen. Was steht denn jetzt an? Was sagt denn die Bibel, was ansteht? Was ist denn da die prophetische Message, die da drin steht? Und wie gesagt, also da kann man einsteigen und du wirst sehen, es ist absolut bereichernd und sehr, 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 sehr cool, was Gott da für uns hineingepackt hat. Halleluja. Okay, aber heute fangen wir eben mit dem ersten Teil an, mit dem Passafest, auf Hebräisch Pessach. Pessach. Gut, und da steigen wir ein. 2. Mose 12, Vers 2. Dieser Monat soll für euch der Anfangsmonat sein. Er sei euch der erste von den Monaten des Jahres, sagt Gott. Redet zur ganzen Gemeinde Israel und sagt, am 10. dieses Monats, da nehmt euch jeder ein Lamm für ein Vaterhaus, je ein Lamm für das Haus. So, zunächst mal ist ein Punkt interessant. Es gibt einfach nur den ersten Monat und Gott sagt, okay, das ist der erste Monat, aber am 10. fangt ihr an und sucht da eben dieses Lamm raus und bringt es euch nach Hause. Und am 14. dann findet Passa statt. Es gibt kein einziges Wort, was am 1.1. passiert, sondern es ist einfach der erste Monat und zur Monatmitte geht es eigentlich los. Das Passafest ist das erste Fest in diesem Festkalender. Und es ist auch das erste der drei großen Wallfahrtsfeste. Zu Wallfahrtsfesten werde ich gleich mal zwei Sätze sagen. Ja, es ist das Fest, wo das Volk Israel daran denkt, dass es aus der Knechtschaft, aus Ägypten, aus diesem Schmelzofen, aus dieser Sklaverei, aus dieser Gebundenheit, dieser Knechtschaft herausgerissen worden ist. Ja, wie wir vorhin gehört haben, herausgeholt worden ist, hin in die Freiheit. Ja. Es ist, so sagt man, das älteste kontinuierlich begangene Fest der Menschheit. Das wird seit 3.500 Jahren gefeiert. Also es ist wirklich etwas ganz, ganz Bemerkenswertes. Und es ist untrennbar
mit dem Auszug aus Ägypten verbunden. Und darüber haben wir letzte Woche gesprochen. Ja, über diese Plagen und die Bedeutung, die sie hatten, damit das Volk frei werden konnte, rauskommen konnte aus dieser elenden Knechtschaft, aus dieser elenden Bindung, in der sie drin waren. Ne? So, und Gott beauftragt Mose. Mose konfrontiert den Pharao. Und was sagt denn Mose zum Pharao? 2. Mose 5, Vers 1. So spricht Jahwe, der Gott Israels, lass mein Volk ziehen, damit sie mir in der Wüste ein Fest feiern. Oha, ein Fest. Gott will, dass man ihm ein Fest feiert. Daran merkst du, welche Bedeutung in diesem Fest drin steckt, welche Wichtigkeit Gott darin da hineinlegt. Ja? Er will, dass das Volk aus der Sklaverei herauskommt und ihm zu Ehren ein Fest feiert. Aber der Pharao, wie wir wissen, ist widerspenstig. Es gibt diesen ganzen Hickhack, es gibt die Hin und Her mit den Plagen und mit den Katastrophen. Und nach erst 7 Katastrophen, ist es so, dass der Pharao überhaupt diesen Wunsch ernsthaft in Erwägung zieht. Er ist so verstockt, dass er aber sagt, nur die Männer dürfen da ziehen. Keine Frauen und keine Kinder und keine Tiere und kein gar nichts, nur die Männer. Aber Mose antwortet, 2. Mose 10, Vers 9, nix da, sagt er, nix da. Mit unseren Jungen und mit unseren Alten wollen wir gehen, mit unseren Söhnen und mit unseren Töchtern, mit unseren Schafen, mit unseren Rindern wollen wir gehen, denn wir haben ein Fest Jahwes zu feiern. So, fand der Pharao ziemlich uncool und man hat ihn von ihm herausgejagt. So, dann kam die vernichtende Heuschreckenplage, dann kam die Dunkelheit, die Finsternis und dann kam es langsam zum Showdown. Dann kam es zu dieser 10. entsetzlichen Katastrophe, zu dieser Tötung der Erstgeburt. Durch die Verstockung hat der Pharao sein Volk ins Fiasko geführt. Und weißt du, wenn wir da tiefer einsteigen, dann sehen wir, dass dieses Passafest, was Gott angeordnet hat und was sich dann da ergibt, angefüllt ist mit Hinweisen auf Jesus und seinen Opfertod am Kreuz. Auf die Erlösung aus der Sünde und auf die Errettung durch das vergossene Blut. Halleluja! Ja? Ägypten ist logisch ein Bild fürs alte Leben. Ja? Herrschaft der Sünde. Ja? Verlorenheit. Dieser entsetzliche Sklaventreiber, der Pharao, ein Bild für den Teufel selbst. Ja? Dann das Passahlamm, ein Bild für Jesus, ja? Das vollkommene Opferlamm, durch dessen Blut wir gerettet werden können. Ja? Und Jesus trägt nicht nur die Sünde eines einzelnen Menschen, sondern von uns allen, beziehungsweise von jedem, der es für sich in Anspruch nimmt. 1. Korinther 5, Vers 7 heißt es, unser Passahlamm, Christus, ist geschlachtet. Unser Passahlamm Christus ist geschlachtet. Gut, also nochmal zurück. Der Pharao hat jetzt trotz diesen 9 Plagen das Volk immer noch nicht ziehen lassen. Ja? Und dann bahnt sich eben die Katastrophe an. 2. Mose 11, Vers 5. Dann wird alle Erstgeburt im Land Ägypten sterben. Von dem Erstgeborenen des Pharao, der auf seinem Thron sitzt, bis zum Erstgeborenen der Sklavin hinter der Handmühle, sowie alle Erstgeburt des Viehs. Das war das, was da angesagt worden ist. Der, wie man sagt, Würgeengel, ja, würde gehen und würde eben die Erstgeburt da auslöschen. So, und um jetzt von dieser katastrophalen Plage, von dieser Katastrophe, von diesem Entsetzlichen, was sich da anbahnte, befreit zu werden, geschützt zu werden, ja, das eben tatsächlich für alle Ägypter galt, ne, hat Gott einen detaillierten Rettungsplan an Mose weitergegeben und hat den für das Volk Israel mitgeteilt. Und nur das ganz präzise Befolgen dieses Rettungsplanes hat Befreiung und Bewahrung von der nahenden Katastrophe geplant. So, ich persönlich bin überzeugt, wenn jetzt irgendwelche Ägypter das mitbekommen haben, gesehen haben, ja, gesagt haben, was machen die denn? Sich informiert haben und das auch gemacht hätten, dann glaube ich, dass auch dort der Würgeengel dran vorbeigegangen wäre.
Und genauso bin ich überzeugt, wenn irgendwelche Israeliten gesagt hätten, nee, macht mal das, das interessiert uns nicht, wir machen das nicht, dann wäre auch ihre Erstgeburt getötet worden. Die Sache war die, an dem 10. des Monats am Abib hatte jeder Hausvater eben ein Lamm. Und zwar ein Schaf- oder Ziegenlamm auszuwählen und für seine Familie, für seinen Haushalt zu bestimmen. Das musste fehlerlos sein, männlich, maximal einjährig. Und dieses Tier musste dann 4 Tage später am 14. Abib zwischen Sonnenuntergang und Einbruch der Dunkelheit geschlachtet werden. Und falls die Familie zu klein war, dann sollte, um so ein Lamm zu essen, dann sollte sie eben mit 2 Haushalten zusammenkommen. Und das Blut von diesem frisch geschlachteten Lamm, das musste dann eben mit einem Büschel Isop, das ist so eine Pflanze mit so einem Stängel, der sich oben so entsprechend weit mit kleinen Blättchen als Büschel verzweigt, sollte es an die Pfosten gestrichen werden. Und zwar an die senkrechten Holzpfosten von den Türen und an das Querbalken oben, oberhalb der Tür, ja, von den israelitischen Häusern. Das Blut musste ans Holz. Es musste ans senkrechte Holz und ans waagrechte Holz gestrichen werden. Und dann gibt es eine wichtige Anordnung. Danach durfte niemand mehr vor die Tür gehen. Wer rausging, war gefährdet. Wer drin war, war durch das Blut geschützt. Eindeutig geschützten Bereich. Und innen drin hat man dann dieses Passafest gefeiert. Man hat diese Lämmer dann tatsächlich zum Essen vorbereitet und zwar komplett unzerteilt. Ja, das ganze Tier, ne, mit Kopf, mit allem, wurde das am Stück gebraten. Ja, das wurde nicht gekocht und es wurde ihm, das steht ausdrücklich drin, auch keine Knochen zerbrochen. Das wurde also nicht irgendwie zerteilt, kleingeschnitten, sonst was, sondern es war am Stück. Und die Aufforderung, dass dem Lamm kein Knochen gebrochen werden darf, das ist etwas, was wir auch in der Kreuzigung Jesu finden. Ja, da heißt es in Johannes 19, Vers 36, als er schon tot war und die Soldaten ihm nicht die Knochen gebrochen haben, damit er im Grunde genommen sich nicht mehr aufrichten kann und schneller stirbt, da haben die das gesehen und haben ihn dann eben nicht die Beine zertrümmert. Und dann heißt es hier, denn dies geschah, damit die Schrift erfüllt würde, kein Bein von ihm wird zerbrochen werden. Warum? Weil er dieses Lamm war und das damals schon genauso vorgesehen war. Jetzt war die Situation so, es war ja die Nacht des Auszugs. Monatelang hatte sich das da aufgebaut auf diesen Moment hin. Das ganze Volk war in absoluter Alarmbereitschaft. Es war absolut entscheidend. Das hatte sich aufgebaut. Die ganzen Katastrophen, die Plagen, das entsetzliche Fiasko, was da war. Und jetzt endlich, heute Nacht war der Auszug. Heute Nacht war es der Moment, wo das Volk in die Freiheit gehen konnte. Ägypten hinter sich lassen konnte. Diese Nacht, die Nacht des Passahlamms, wir müssen uns das bewusst machen. Ja, es war eine dramatische Nacht. Die haben das Lamm geschlachtet, haben das Blut aufgefangen, haben das an die Türpfosten gestrichen, haben innen die Tür zugemacht, haben dann mit 10, 12 Leuten, 1, 2 Haushalten, wie es eben kam, haben das Lamm gebraten und haben dann dort dieses Passah gefeiert. Und weißt du was? Ich sag mal so, die saßen auf gepackten Koffern. Heute Nacht ging es los. Heute Nacht war der Moment. Es war nicht irgendwie was man so locker daneben wie so ein Weihnachtsfest gefeiert hat. Sondern das war eine Aufbruchstimmung. Eine richtige Aufbruchstimmung. Ne? Man musste reisefertig sein. Die ganze Festgesellschaft war reisefertig. Alles war bereit, um loszuziehen. Und in dieser Nacht wurde eben jede Erstgeburt in Ägypten getötet. Und Israel blieb nur, allein, ausschließlich wegen des Blutes der Passahlämmer verschont. Ja? Und genauso ist es für uns. Wer das Blut des Passahlammes Christus nicht für sich in Anspruch nimmt, wird nicht verschont werden. Ja? Wir müssen es für uns persönlich in Anspruch nehmen. Wir müssen dieses Lamm für uns tatsächlich akzeptieren, dass sein Blut für uns vergossen ist. So, das hebräische Wort Pessach bedeutet über etwas hüpfen, ja, etwas unberührt lassen, so drüber springen. Und das bedeutet, dass der Todesengel die Häuser von den Israeliten, die Häuser, wo das Blut war, übersprungen hat. Er hat sie nicht berührt. Er ging vorüber. Er ging vorüber. Ja? So, die Häuser blieben
unberührt, sie wurden übersprungen. Und als ständige Erinnerung an dieses besondere Ereignis, an diese einzigartige Nacht, ja, an diese Nacht der Freiheit aus der Herrschaft des feindlichen Unterdrückers, wurde angeordnet, dass das jedes Jahr wiederholt werden sollte, das Passa. Und zwar in direkter Verbindung mit dem nachfolgenden Fest der ungesäuerten Brote. Gott selbst hat es angeordnet. Und es sollte so gefeiert werden, dass man dieses Feeling, dieses Aufbruch-Feeling irgendwie drin hat. Ja, diese jetzt geht's los, dieses Feeling musste da drin sein in dem Fest. Ja, es sollte etwas sein, wo man genau so dieses spürt. Ja, es sollte quasi ganz real gefeiert werden. Ne? Ja, ganz nahe sein. Das war Gott sehr wichtig. Halleluja. Dann war es so, zur Zeit Jesu, war es üblich, dass zum Passafest auch Frauen nach Jerusalem pilgerten. Und an der Stelle möchte ich gerne mal etwas zum Thema Wallfahrtsfeste sagen. Weißt du, die Bibel ordnet drei Wallfahrtsfeste an. Gott sagt, ich will dreimal, dass das Volk zu mir kommt. Ja? Und zwar beim Passafest, beim Yom Kippur und zum Laubhüttenfest, Sukkot. Dreimal sollen alle Männer nach Jerusalem kommen, über einem gewissen Alter. Ja, und das war im Grunde genommen das große Ereignis, ja, alle zum Tempel, beziehungsweise vorher alle zur Stiftshütte. Und wir machen uns häufig gar nicht bewusst, was das bedeutet, wenn das gesamte Volk eben in Bewegung gekommen ist, wenn das gesamte Volk unterwegs war, wenn das gesamte Volk zusammengekommen ist, um eben dort diese Feste vor dem Herrn zu feiern. Und da habe ich mal hier eine kleine Info zu dich. Das war ein Passafest, so etwas nach der Zeit von Jesus. Und da war es so, dass es zwei übereinstimmende Quellen gab, die dazu was gesagt haben. Da war Josephus Flavius, das war ein Zeitzeuge, der hat geschrieben, dass zu diesem Passafest nach Jerusalem 2.700.000 Pilger gekommen sind. 2,7 Millionen in diese Stadt hinein. Ja, du kannst dir vorstellen, was das für ein extremer Ausnahmezustand war in der Stadt. Ja, da war gestopft voll mit Menschen. All diese Pilger mussten versorgt werden, mussten was zu essen haben, mussten sanitäre Anlagen haben, brauchten ihre Mikwe, um sich zu reinigen und. Ja, 2,7 Millionen. Und zum gleichen Passafest sagt Jerusalems Statthalter Gesius Florius, dass er gezählt hat an diesem Passafest 256.000 dargebrachte Lämmer. 256.000. So, und wenn du das umrechnest und sagst, okay, das waren normalerweise so um vielleicht 10 Pilger, die so ein Lamm hatten, dann kommst du drauf. Ja, das heißt, was wir uns heute nicht bewusst machen, ist, was für ein Ausnahmezustand das war, wie gestopft voll die Stadt war. Ja, und noch bis heute weiß man nicht, wie manche Sachen eben die Versorgung mit Wasser und Lebensmittel, sanitäre Entsorgung und so weiter genau funktioniert haben. Es ist wirklich ganz, ganz dramatisch. Auf jeden Fall aber wimmelte die Stadt komplett von Pilgern. Komplett von Pilgern. Halleluja. So, und zur Zeit Jesu war es eben üblich, dass auch Frauen mitgekommen sind. Auch Frauen sind bei diesen Wallfahrtsfesten dabei gewesen. Wir wissen, dass beispielsweise Josef mit Maria zum Passafest gegangen sind. Das hing unter anderem auch damit zusammen, dass auf das Nichterscheinen zum Passafest, nach dem Wort Gottes, die Todesstrafe stand. Nun, das ist schon mal was. Kommst nicht zum Passafest, zum Tempel, eigentlich steht darauf die Todesstrafe. Jetzt weiß man nicht, wie weit die wirklich verhängt worden ist. Das ist unbekannt. Ja? Aber man weiß, dass für die Leute, die nicht daran teilgenommen haben, die sogenannte Karettstrafe verhängt worden ist. Karettstrafe. Und das bedeutet so viel wie abgeschnitten werden. Abgeschnitten werden. Man weiß auch hier nicht genau, was war jetzt das Strafmaß, wie hat das ausgesehen, was ist da passiert. Ja, wahrscheinlich so ein bisschen wie vogelfrei. Wahrscheinlich so ein bisschen wie, also einfach abgeschnitten vom Leben, von der Gesellschaft. So, jetzt gab es natürlich Leute, die waren unrein, weil sie vielleicht einen Todesfall in der Familie hatten
oder sie waren auf See unterwegs und sie konnten nicht kommen. Und für solche Fälle gab es im Wort Gottes extra eine zweite Lösung. Es gab ein zweites Passa, das sogenannte kleine Passa, das Pessach Katan. Das konnte man genau einen Monat später nachholen. Also für die Leute, die nicht die Gelegenheit hatten, pünktlich da zu sein, die konnten einen Monat später ihr Passafest nachholen. Und die Botschaft ist so schön, ja, es gibt eine zweite Chance. Wenn du es beim ersten Mal verpasst hast, es gibt eine zweite Chance. Du hast die Gelegenheit, dieses Passa tatsächlich zu feiern zu können. Halleluja. So, jetzt müssen wir uns das also vorstellen. In Jerusalem, ja, ist dieses der Tempelplateau mit den Zugängen und so weiter. Auf dem Tempelplateau haben etwa 400.000 Leute Platz. Und jetzt kamen diese Pilger und wollten da eben dieses Passalam schlachten. Und wegen des riesigen Ansturms hat man es so gemacht, dass es immer nur zwei sein durften, die überhaupt zum Tempel hingehen konnten. Die anderen mussten irgendwo oder durften irgendwo bleiben, aber zwei durften dann mit dem Lamm Richtung Tempel gehen. Das lesen wir auch im Neuen Testament. Jesus beauftragt Petrus und Johannes, das Passa vorzubereiten. So, dann gehen die Richtung Tempel und arbeiten sich so langsam immer mehr dahin, durch diese Unmassen von Menschen, die alle das Gleiche wollen, nämlich, dass dieses Passalam dort geschlachtet wird. Und dann ist es so gewesen, da ist also der innere Vorhof, dann ging dann die Tür auf, kamen so viele Leute rein, wie reingingen, dann wurde die Tür wieder zugemacht und dann wurde von diesen Leuten, wurden dann die Passalämmer geschlachtet. Und das war anders als bei den anderen Opfern. Hier hat nämlich der Eigentümer des Lammes oder der Beauftragte, der hat nämlich die Halsschlagader aufgeschnitten von dem Lamm und das wurde ausgeblutet. Und da war es so, dass die Priester haben das Blut aufgefangen mit speziellen Gefäßen. Und das Blut wurde am Altar ausgegossen. So, weil das aber jetzt so ein Riesenansturm war von den Leuten, war es so, dass die Priester solche Reihen gebildet hatten, ja, wo einfach die Gefäße nach vorne durchgegeben worden sind und dann wieder zurückgegeben sind, wurden am Altar ausgegossen und so weiter. Weil es gab hektoliterweise dieses Blut. Also wirkliche Unmassen. Du kannst dir vorstellen, wenn da 200, 250.000 Lämmer geschlachtet werden, ja, wie viel Blut da anfällt. Ne? Es war eine gewaltige logistische Leistung und ist was völlig anderes, als wir uns das überhaupt vorstellen heute, wie es da abgegangen ist im Tempel. So, wenn die geschlachtet waren, wurden die gehäutet und entsprechend behandelt und dann sind die Leute mit ihrem Lamm dann an einem anderen Ausgang rausgegangen und das Tür öffnete sich wieder. Und wieder ein ganzer Schwung Pilger kam wieder rein. Und so ging das den ganzen Tag. Ja, den ganzen Tag. Und das Interessante ist, dass diese Gefäße, ja, wie gesagt, bis zum Altar gereicht worden und dort dann ausgegossen worden sind. Das Blut, dieses Unmengen von Blut, die da reingeflossen sind, ja, die wurden auf eine ganz besondere Art und Weise entsorgt. Ich sage da gleich was dazu. Aber vorher nochmal, was wichtig war, dass die Lämmer, die mussten innerhalb des Stadtbezirks von Jerusalem verzehrt werden. Das heißt, da waren die Pilger, die haben dann überall gekämpft oder hatten ihre Räume, wo sie dann eben Passa gefeiert hatten. Und an die Stelle von der Familiengemeinschaft, weil die Leute ja immer unterwegs waren zum Tempel, trat eigentlich sehr viel schon so eine Festgemeinschaft, so eine Pilgergemeinschaft. Und so war es ja auch bei Jesus. Jesus mit den Jüngern, das war genau so eine Gruppe. So während der Schlachtung, während diese Leute da gewartet haben, dass sie endlich da hineingehen konnten, während dem, was da den ganzen Tag lief, da gab es Levitenchöre. Ja, und die Levitenchöre, die haben auf den Stufen zum sogenannten Nikanor-Tor gestanden. Ich habe hier mal ein Bild mit einem ganz klitzekleinen Chor, also das war alles ziemlich viel mehr, ja, mit Hunderten von Leuten. Und die haben dort gesungen und die haben stundenlang, wurde eben gewisse Psalmen gesungen, das Hallel, die Psalmen 113 bis 118 genau. Und während dieser Zeit haben die dieses
immer wieder wiederholt. Und ich persönlich stelle es mir vor, dass die Leute, die dann da gewartet hatten, bis in die Straßen von der Stadt hinein, ja, alles war verstopft mit diesen Hunderttausenden von Pilgern, vielen Hunderttausenden von Pilgern, die haben mitgesungen, denke ich mir. Ja, und man hat einfach diese Psalmen immer wieder gesungen. Und jetzt pass auf, da heißt es in einem von diesen Psalmen, Psalm 118, Vers 16, folgendes. Und das hat die Stadt gesungen, während Jesus draußen starb. Ja, während Jesus starb, haben die Menschen diese bedeutungsvollen Worte gesungen. Und was haben sie gesungen? Die Rechte Jahwes tut Gewaltiges. Ich werde nicht sterben, sondern leben und die Taten Jahwes erzählen. Hart hat mich Jahwe gezüchtigt, aber dem Tod hat er mich nicht übergeben. Öffnet mir die Tore der Gerechtigkeit. Ich will durch sie eingehen. Du hast mich erhört und bist mir zur Rettung geworden. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Von Jahwe ist dies geschehen. Es ist ein Wunder vor unseren Augen. Halleluja. Du merkst, dass da an allem irgendwie eine besondere Bedeutung drinsteckt. Nun zu diesem Blut. Am Altar wurde das Blut ausgegossen und das floss ab in ein unterirdisches Kanalsystem. Weißt du, das Tempelplateau war nach heutigen Begriffen, war das damals ein Hightech-Gebäude, ein Hightech-Building. Also nicht nur der Tempel, sondern das ganze Plateau war fast mehr ein Gebäude und war komplett mit sehr interessanter Technik gefüllt. Ja? Und da war eben Folgendes, diese Kanalisation für das Blut, ja, wo das reinfloss, da gab es ab und zu, wurden unterirdische Zisternen geöffnet und dann kam ein Wasserschwall, der in diese Kanalisation hinein schoss und spülte dieses Blut aus dieser ganzen Kanalisation heraus. Und an der Seite des Tempels gab es einen Ausfluss. Und ab und zu, wenn das geschah, aus der Seite des Tempels schoss dort ein Schwall von Wasser und Blut heraus. Bei diesem Passafest. Ja, eine Flut von Wasser und Blut. Und genau das ist das, was auch Jesus, ja, seinen Leib als Tempel des Heiligen Geistes bezeichnet bei der Kreuzigung, wo der Soldat ihn in die Seite sticht und wo Wasser und Blut herauskommt. Für die Juden war das ein 100% verständliches Zeichen, was da passierte. Die konnten das absolut nachvollziehen. Jetzt möchte ich mit dir etwas Besonderes betrachten, nämlich im Passafest, auch wie es heute gefeiert wird, gibt es das berühmte Sedermahl. Ja, vielleicht hast du davon schon mal gehört, vielleicht warst du sogar schon mal bei einem dabei, das Sedermahl. Das ist natürlich der Höhepunkt von diesem Passafest, ne? Findet am Abend statt und ist in einer sehr, sagen wir mal, starren Form, wie das gefeiert wird. Und diese Form, die ist um das Jahr 450 vor Christus etwa entstanden, zur Zeit Esras. Das heißt, diese Form gab es auch schon zur Zeit Jesu. Und diese Form ist bis heute nahezu unverändert. Da gibt es ein genaues Liturgiebuch, eine Passahagada, und die wird einfach seit im Grunde um fast 2500 Jahren wird das unverändert durchgeführt. Das heißt, wenn wir heute uns das anschauen, können wir genau sehen, wie Jesus mit seinen Jüngern dieses Passa, diesen Sedermahl gefeiert hat. Das Ganze ist eine 4- bis 5-stündige Zeremonie an diesem Abend, ja? Und der Begriff Seder, das Wort Seder bedeutet Ordnung, ist das gleiche Wort, was im Griechischen für Kosmos wiedergegeben wird. Kosmos, also ganz umfassend, ja, grundlegend. So, und Jesus hat mit seinen Jüngern, wie gesagt, dieses letzte Mal, wo auch das Abendmahl eingebettet ist, gemäß diesem Sedermahl gefeiert. Es hat sich zu Jesu Zeiten nicht, seit Jesu Zeiten nicht verändert. Lukas 22, Vers 15. Und er sprach zu ihnen, mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Passamahl mit euch zu essen, ehe ich leide. Und auf der Festtafel gibt es, wie gesagt, seit der Zeit Esras, bestimmte Lebensmittel. Da gibt es diesen Sederteller und da sind bestimmte Lebensmittel drin und die haben alle eine ganz, ganz tiefe Bedeutung. Ich gehe mal ganz kurz durch. Ja, da gibt es Karpas, das sind grüne Kräuter oder Petersilie, die erinnern an diesen Isop, ja, mit dem das Blut da an das Holz gestrichen wird oder auch
an, genau, dann gibt es Salzwasser, das erinnert an dieses Schilfmeer und das erinnert an die Tränen der Sklavenzeit. Dann gibt es bittere Kräuter, ja, oder Meerrettich, und das erinnert an das bittere Leben in Ägypten. Dann gibt es Dattelbrei, Charoset, das nennt sich das Lehmartige, das ist so eine Mischung aus Datteln, Äpfeln, Zimt, süßem Wein, Traubensaft und so weiter. Und das erinnert an das Lehmmachen, was ja ihre Aufgabe war, was ja das zentrale Zeichen der Sklaverei war, was ja das war, was sie im Grunde genommen als Frondienst zu leisten hatten. Ne? Und es symbolisiert auch dann die Süße der Befreiung von Gott. Dann gibt es da, und das ist interessant für alle, die sich mit dem Thema Ostern und so weiter, die da Stress mit haben, es gibt ein hart gekochtes Ei. Ja? Und dieses Ei ist tatsächlich das Symbol des Passa-Opfers selber, ja? Das im Heiligtum dargebracht worden ist, weil das konnte natürlich nicht dargebracht werden, weil das Tempel ist ja zerstört. Und das war damals, zur Zeit Esras, war der erste Tempel zerstört worden. Und dann entstand eben diese ganze Ordnung. Und so ist es auch heute, wo der Tempel in Jerusalem schon seit fast 2000 Jahren zerstört ist, dass das hier eben bis zum heutigen Tag so gefeiert wird. Dann gibt es noch einen ungebrochenen Schenkelknochen von einem Lamm, wo ein bisschen Fleisch dran ist, was eben tatsächlich auch nochmal an das Passa-Opfer erinnert. Zur Zeit Jesu hat man dann das ganze Lamm gegessen und hier eben mit diesem ganzen kombiniert. Und seit der Zerstörung des Tempels ist es so, dass eben nur noch dieser Lammknochen da ist und man eben wartet, bis der Tempel irgendwann wieder aufgebaut ist. So, und dann gibt es etwas Besonderes und da möchte ich tiefer mit dir drauf einsteigen. Es gibt 4 Kelche Wein und hier hinten haben wir mal 4 Kelche aufgebaut. Es gibt 4 Kelche Wein für jeden Teilnehmer, also sehr verdünnt auch dann für Kinder oder sowas. Ne? Und es gibt einen besonderen Kelch, das ist der Kos Eliyahu, der Kelch des Elia. Häufig ist das edelste Trinkgefäß im Hause. Wir haben jetzt mal hier den dafür genommen. Ja? Das soll mal der Kos Eliyahu sein. Und dann gibt es 3 ungefladen, ungesäuertes Brot, Matzen. 3 Stück übereinander gelegt. Häufig gibt es da solche, ich sag mal, Etageren, wo die drin liegen, sehr gut verziert und so weiter, die dann eben hier auf dem Tisch stehen, weil das hat eine zentrale Bedeutung. Ne? Gut. Und gemäß dieser Haggadah, diesem Liturgiebuch, ist es in 15 Teile aufgeteilt. Und ich will da jetzt nicht alles durchgehen, da steckt sagenhaft viel drin, kann man richtig tief sich mit beschäftigen, aber mal so einen ganz kurzen Überblick. Zunächst beginnt es mit dem Kiddusch, das ist das Gebet der Heiligung. Die ganze Zeremonie wird eröffnet und man trinkt den ersten Becher Wein, also damit fängt es also an. Ja, dann werden die Hände gewaschen und das ist etwas, was durchaus auch an Pilatus erinnert, weil der diese ganze Zeremonie sehr gut kannte. Vielleicht hat er sich da dran orientiert. Es kann sein, dass Jesus zu diesem Zeitpunkt den Jüngern die Füße gewaschen hat, ja, im Rahmen dieser Zeremonie, weiß man aber nicht. So, dann gibt es Karpas, das heißt, da wird etwas Petersilie in Salzwasser getaucht und herumgereicht. Und dann kommt was Wichtiges. Dann kommt nämlich Yachatz, das Brechen der Matzen. Das Teil 4, das Brechen der Matzot. So, der Gastgeber oder der Hausherr nimmt die mittlere von den 3 Matzenscheiben heraus. Die mittlere. Ja, und diese hat einen besonderen Namen. Die heißt das Afikoman. Afikoman ist ein griechisches Wort und bedeutet der Kommende. Das Afikoman. Ja, der Hausherr segnet dieses Brot und dann bricht er es in 2 Teile. Ja, und dann tut er etwas Besonderes damit. Den einen Teil legt er wieder dazwischen. Den anderen packt er in ein Leinentuch, also beispielsweise eine Serviette, wickelt die da entsprechend drin ein. Und diese tut er dann irgendwo im Haus verstecken.
Das gibt es in jeder jüdischen Familie, jedes Jahr, überall auf dem Globus, seit etwa 2500 Jahren. Ne? Also diese Zeremonie ist nahezu unverändert. Das versteckt er irgendwo im Haus. Und dann, zu einem späteren Zeitpunkt, ja, schwärmen die Kinder der Familie aus und sie suchen dieses Afikoman. Sie suchen dieses Afikoman in dem Leinentuch. Und das Kind, was es dann gefunden hat, das kommt damit zum Vater geflitzt oder zu dem Hausherrn, ruft, ich fand es, ich fand es. Und dann gibt es was Besonderes. Der Hausherr bzw. der Vater verspricht, das ist verpflichtend, er verspricht dem Kind ein Geschenk, was zu einem bestimmten Zeitpunkt eingelöst wird, nämlich an Schawot, Pfingsten, das Geschenk des Vaters, die Gabe des Vaters. So, und für diese drei Scheibenmatzen gibt es jetzt in der rabbinischen Lehre natürlich verschiedene Interpretationen. Die einen sagen, dass es für Priester, Leviten und das normale Volk steht. So eine Art Hierarchie. Andere haben die Lehre, nein, das steht für Abraham, Isaak und Jakob, die drei Erzväter. Dann ist es so, dass man diese Sederschüssel mit diesen Speisen emporhält und man sagt, dies ist das Brot des Elends. Das Brot des Elends, also das ungesäuerte Brot wird als Brot des Elends bezeichnet. Ja? Wer hungrig ist, komme und esse. Dieses Jahr hier, im kommenden Jahr in Israel, dieses Jahr noch in der Fron, im kommenden Jahre frei. Dann beginnt der nächste Teil, und das ist eine sehr lange Erzählung, ja, wo das Lied, dieses Liturgiebuch darlegt und Kinder fragen, ein paar Fragen, die genau vorgegeben sind. Und dann wird also dieses, gemäß dem Liturgiebuch, werden biblische Texte gelesen. Und es ist also wirklich ein richtiger großer Überblick durch die Situation von der Geburt Mose, die Plagen, Auszug aus Ägypten, bis hin zu dem Moment, wo die Gesetzgebung am Sinai erfolgt. Und der Sinn ist, dass man schon die kleinsten Kinder in der Familie da hineinnimmt, in diese Wichtigkeit, in dieses, was Gott getan hat, in diese Story von Passa und die Story von der Befreiung und die Story von der Gabe des Gesetzes, die Story von dem Zug durchs Meer und so weiter. Ja, so lesen wir beispielsweise in 2. Mose 13, Vers 14. Und es soll geschehen, wenn dich künftig dein Sohn fragt, was bedeutet das? Dann sollst du zu ihm sagen, mit starker Hand hat uns Jahwe aus Ägypten herausgeführt, aus dem Sklavenhaus. Ja? Man trinkt dann auch den zweiten Becher Wein und wie gesagt, diese ganze Geschichte wird vorgetragen. Ne? Genau. Ist auch ein bisschen wieder mit Gesang verbunden, alles genau vorgegeben. Danach folgt nochmal eine Handwaschung, dann folgt der Brotsegen als siebter Teil. Danach kommt ein Teil, das ist das Essen von einem Stück von der Matzen. Dann kommt nochmal was mit Bitterkraut, das heißt, da wird etwas Bitterkraut in diesen Dattelbrei getunkt und gegessen, ja. Und dann kommt der zehnte Teil. Und der zehnte Teil ist nochmal wieder interessant. Da wird ein Stück von der untersten Matzen in Meerrettich getunkt. Meerrettich. Und dieses Stück wird herumgereicht. Der Hausherr nimmt also dieses Stück Matzen, bricht da was ab, tunkt es in den Meerrettich und gibt es weiter. Ja, so, und es ist zu vermuten, dass das genau dieser Bissen ist, den Jesus eingetunkt hat und an Judas weitergegeben hat. Ne? So, da lesen wir in Johannes 13, Vers 26. Der ist es, für den ich den Bissen eintauchen und ihm geben werde. Als die Jünger fragen, wer ist es denn, der dich verrät? Als er den Bissen eingetaucht hatte, nimmt er ihn und gibt ihm dem Judas. Das ist insofern sehr interessant, wenn wir uns davon ausgehen, dass das so passiert ist und dass es um diese Situation ging in dieser Feierlichkeit, weil danach ging Judas weg. Von all dem, was dann folgte, da war er nicht mehr dabei.
Ab dem Zeitpunkt hatte er dieses Sedermal verlassen. Das ist sehr interessant. Ne? Denn dann erst kommt die eigentliche Mahlzeit. Ja? Wie gesagt, zur Zeit Jesu war es das Lamm. Heute ist es einfach ein Festessen für die meisten Juden. Und während diesem Essen, während dieser Zeit, hat Jesus nochmal ganz, ganz, ganz intensiv seine Jünger gelehrt. Hat sie nochmal ganz intensiv mit den wichtigsten Essenz von seiner Botschaft versorgt. Er wusste, dass er weniger als 24 Stunden später tot sein wird. Und so hat er die wichtigsten Inhalte nochmal ganz konzentriert weitergegeben. Und das finden wir im Johannesevangelium in den Kapiteln 13 bis 17. Ja, in diesen Kapiteln haben wir genau das, was Jesus während dem Sedermahl, während der Mahlzeit an seine Jünger weitergibt. Ganz gebündelt. Das ist hochwichtig, wenn du diese Kapitel liest, dir bewusst machst, in was für einer Situation das passiert. Stunden, bevor sie ihn festgenommen haben. Gerade nachdem Judas gegangen war. Ja, in der Situation. Was sagt er? Er gibt ihnen das Gebot der Liebe. Er berichtet über den Hingang zum Vater. Ja, er spricht über seine Wiederkunft, Halleluja. Ja, es geht um die Sendung des Heiligen Geistes, ja, und was der, wie der wirkt. Es geht um den Weinstock. Dieses ganze Ding mit dem Weinstock ist da reingebettet, ja, wo wir an ihm bleiben müssen, am Weinstock. Ja, es geht auch um Ankündigung von Verfolgung. Und dann gibt es noch dieses Fürbittegebet, dieses sogenannte hohe priesterliche Gebet, was da eingebettet ist, wo er nochmal von ganzem Herzen für diese Jünger betet. Dann geht die Veranstaltung weiter und als 13. Teil kommt es dann zu dem Tischsegen. Das war der Tischsegen, dann wird ein Tischgebet nochmal gesprochen und dann wird der dritte Kelch mit Wein gefüllt und getrunken. Und an dem Zeitpunkt passiert wieder was Interessantes. Bis zum heutigen Tag, wie gesagt, überall auf der Welt, ja, dann ist es nämlich so, dass eines der anwesenden Kinder zur Tür geht. Und zwar zur Tür nach draußen, also nicht zur Zimmertür, sondern zur Tür, Haustür, ja, wo es dann nach draußen geht. Und dort macht es die Tür auf und guckt raus, weil es schaut nach, ob Elia vor der Tür steht. Elia vor der Tür steht. Gehört fest dazu, zu jedem Passafest, zu jedem Sederabend, dass geschaut wird, ob Elia vor der Tür steht. Das hängt mit folgender Bibelstelle zusammen. Maleachi 3, Vers 23. Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, bevor der Tag Jahwes kommt, der große und furchtbare. Und so ist es so, dass viele Juden oder alle Juden mit dem Kommen des Messias eben erwarten, dass zuerst Elia kommt. Und deshalb schaut man, ob Elia da ist. Und wenn Elia da sein sollte, hat man was vorbereitet, nämlich den Kos Eliahu, den Kelch für Elia, das kostbarste Trinkgefäß. Wenn Elia kommt, dann darf er diesen Kelch trinken. Das ist der Kelch, der für Elia ist. Weil man geht davon aus, dass Elia, also gemäß der traditionellen Überlieferung im Judentum, dass Elia als hoher Priester an der Seite des Messias wirken wird. Ja, wir wissen natürlich, Elia hat noch nie vor der Tür gestanden. Zumindest soweit mir bekannt. Ne? Dann kommt nochmal ein Teil mit Lobpreis, mit Gesang. Man singt nochmal das große Hallel, ja, und danach gibt es noch einige weitere traditionelle Lieder. Selbst diese traditionellen Lieder haben einige hochinteressante prophetische Hinweise. Und dann wünscht man sich, nächstes Jahr in Jerusalem spricht den Weinsegen und ja, irgendwann ist das Ganze dann vorbei. Die Feier ist beendet. Und da lesen wir in Matthäus 26, Vers 30, als sie ein Loblied gesungen hatten, gingen sie hinaus zum Ölberg. Das ist, wie gesagt, eine Veranstaltung, die geht so etwa bei Sonnenuntergang los und dauert 4 bis 5 Stunden. Das heißt, du hast etwa Mitternacht. Ja? So, und dann ist es üblich gewesen, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber damals war es komplett üblich, dass man den ganzen Nacht natürlich wach geblieben ist.
Man hat sich daran ja erinnert, dass man im Auszug war. Es ging ja um den Auszug aus Ägypten. Das Volk war ja wach, sie sind ja ausgezogen, sie sind ja losgewandert. Und das sollte man ja bewusst sein. Ja, dieses besondere Ereignis. Und so sind sie in dem Sinne wach gewesen, haben daran gedacht, haben sich dessen bewusst gemacht, haben miteinander einfach gefeiert. Ja, die Nacht durchgemacht, im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Denn es war eine Nacht des Wachens, so heißt es ausdrücklich. Eine Nacht des Wachens. Ja? Es ist seit jeher eine Nacht, wo man wacht. So heißt es in 2. Mose 12, Vers 42. Eine Nacht des Wachens war dies für Yahweh, damit er sie aus dem Land Ägypten herausführen konnte. Denn das ist diese Yahweh geweihte Nacht. Ein Wachen für alle Söhne Israel in all ihren Generationen. Ein Wachen für alle Söhne Israel, das war eine Anordnung. Wir lesen, dass die Jünger im Garten Gethsemane sie geschlafen haben. Hier, das war ein komplettes Unding. Man hat nicht geschlafen in dieser Nacht. Da waren diese Hunderttausende, vielleicht Millionen von Pilgern. Ja, war überall Stimmung, überall war Action. Die haben gesungen, die haben gefeiert. Es war keine Nacht, wo man geschlafen hat, schon gar nicht als erwachsener Mann. Das war total untypisch. Und dass Jesus die so anraunt, das hat auch damit zu tun, dass es einfach völlig fehlerhaftes Verhalten war. Ja? Aber Jesus hat auf jeden Fall diese Nacht durchkämpft. Ja, im Wachen, im Beten. Warum? Weil er wusste, er als Lamm muss jetzt dafür Sorge tragen, damit wir als Menschen aus Ägypten rauskommen können. Dass wir aus der Sklaverei der Sünde rauskommen können. Dass wir aus dem, was uns gebunden und unterjocht hat, rauskommen können. Dass wir frei werden können. Und genau das war das, was am nächsten Tag geschah, als er am Kreuz starb und sein Blut vergossen wurde. Am Holz, senkrecht und waagerecht. Ja, wie bei dem Passahlamm. Wie bei dem Passahlamm. Das ist das, was damit so eng verbunden ist. Das Passahlamm hat eine Familie geschützt, einen Haushalt. Jesus als das vollkommene Lamm Gottes hat jeden geschützt, der das für sich in Anspruch nimmt und sagt, ja, das will ich, das brauche ich, das nehme ich. Ich akzeptiere, dass sein Blut für mich vergossen ist, damit ich leben darf und Leben in voller Genüge haben kann. Halleluja. Und wenn wir uns jetzt diese vier Kelche Wein mal näher anschauen, die im Laufe dieser Veranstaltung da getrunken werden, dann ist es zunächst mal interessant, dass die alle einen unterschiedlichen Namen haben. Die drücken nämlich die vier Phasen der Erlösung aus. Es gibt den Bibelvers in 2. Mose 6, Vers 6 bis 7. Darum sage zu den Söhnen Israel, ich bin Yahweh. Ich werde euch herausführen unter den Lastarbeitern der Ägypter hinweg, euch aus ihrer Arbeit erretten und euch erlösen mit ausgestrecktem Arm und durch große Gerichte. Und ich will euch mir zum Volk annehmen und will euer Gott sein. Und ihr sollt erkennen, dass ich, Yahweh, euer Gott bin, der euch herausführt unter den Lastarbeitern der Ägypter hinweg. Und hier sind vier Dinge genannt, die Gott tut. Herausführen, erretten, erlösen und annehmen. Und genau danach sind diese vier Kelche benannt. Ja, der erste Kelch bedeutet, wir wurden herausgeführt aus Ägypten. Das ist der Kelch der Heiligung. Der zweite heißt, wir wurden errettet von der Macht des Pharaos. Das ist der Kelch des Gerichtes. Der dritte heißt, wir wurden erlöst, sind frei in unser verheißenes Land zu ziehen. Das ist der Kelch der Erlösung. Und der vierte und letzte ist dann dieses, wir wurden angenommen. Das ist der Kelch des Lobpreises. Und dann ist dann auch, wie gesagt, dieser fünfte Kelch, der Kos Eliyahu. Und weißt du was? Der wird, weil Elia ja nicht kommt, bleibt der unberührt. Damit passiert nichts. Der ist zwar da, der ist mit gutem Wein gefüllt, der steht irgendwo, aber der wird nicht gebraucht. Weil Elia steht nicht vor der Tür. Der Kelch ist bei jedem Sedermahl da und er bleibt bei jedem Sedermahl übrig. Ne? Das ist ein Zeichen des Wartens auf den Messias. Und so wissen die meisten normalen Juden bis zum heutigen Tag nicht, was machen wir denn mit dem Kelch? Was machen wir mit dem? Der bleibt übrig.
Ja, vielleicht, wenn einer mutig ist, der trinkt den, ja, oder wird weggeschüttet oder weggeräumt. Die Zeremonie ist an der Stelle nicht vollendet. Die Zeremonie ist irgendwie nicht schlüssig. Das bleibt übrig, ja, und ist unvollendet. Und genau an der Stelle setzen die messianischen Juden ein. Sie feiern an der Stelle, ne, ganz normal, das Passa mit der Passa-Haggadah, aber sie setzen an der Stelle noch einige neue Texte ein aus dem Neuen Testament. Sie haben eine messianische Passa-Haggadah verfasst, die das Abendmahl enthält. Hier habe ich eine, beispielsweise in Englisch, ja, messianische Passa-Haggadah. Ja, und da ist das enthalten und du wirst staunen, wie das funktioniert. Dann haben wir nämlich noch das Afikoman. Hier, das Afikoman. Für die messianischen Juden bedeuten die drei überlegten, übereinanderliegenden Matzenscheiben natürlich Vater, Sohn und Heiliger Geist. Schau, der Sohn, die mittlere Matzen, wird herausgenommen. Sozusagen herausgenommen aus der Gottheit, herausgenommen aus der Dreieinigkeit. Wird gebrochen. Und wird in ein Leintuch gelegt. Jesus, der Sohn, wird herausgenommen, sein Leib wird gebrochen und er wird in ein Leintuch gelegt. Und dann wird er versteckt. Das heißt, er wird begraben. Und derjenigen, der ihn findet, siehe, er lebt, ich habe ihn gefunden, bekommt vom Vater eine Verheißung. Diese Verheißung wird zu Pfingsten eingelöst. Das Geschenk des Vaters, die Verheißung des Vaters, die Gabe des Heiligen Geistes. Das ist alles in dieser Passa-Haggadah, wie kodiert, schon drin. Es ist wirklich total cool, wenn man da einsteigt. Ja? Und dieses Brot hier bleibt auch übrig. Die Juden wissen nicht, was sie damit machen sollen. Es ist übrig. Jetzt pass mal auf. Was glaubst du, was das Abendmahl ausmacht? Das Brot des Afikoman und der Kos Eliyahu. Das, was übrig blieb, ist das, was Jesus erstmalig, als er dort in Jerusalem das Abendmahl gehalten hat, mit seinen Jüngern vollendet gefeiert hat. Vollendet gefeiert hat. Ja? Der Kelch nach dem Mahl, ja, der Kelch nach dem Mahl, wenn also alles vorbei ist, ja, das ist der Kelch, der auf den Messias hinweist. Das ist der Kelch, wo es darum geht, dass das Blut wirklich an die Jünger weitergegeben wird. Das ist wirklich interessant. Es heißt in Lukas 22, Vers 20, ebenso auch nahm er den Kelch nach dem Mahl und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Das Brot, was übrig blieb, und der Kelch, der übrig blieb. An der Stelle möchte ich mir einen Hinweis noch geben. Es gibt neben dieser Interpretation auch eine andere, die sehr weit verbreitet ist, die sagt, die sieht das anders, die auch absolut schlüssig und logisch ist. Eine Theorie, nämlich, dass dieses Abendmahl bereits bei dem Trinken des dritten Kelches eingesetzt wird, das ist der Kelch der Erlösung. Ja, denn diese hat die eigentliche Mahlzeit beendet. Die sagen, okay, das ist nach dem Mahl, bedeutet nicht nach dem Sedermahl, sondern nach dem Essen, nach dem eigentlichen, der Hauptmahlzeit. Ja. Die Ansicht wird dann darin unterstützt, dass Jesus bereits im Garten Gethsemane den Vater bittet, den Kelch an ihn vorübergehen zu lassen. Das wäre nämlich dann der Leidenskelch und das wäre der Kelch des Elia. Ja. Und so wird vor allen Dingen die Aussage in 2. Mose 6, Vers 6 zum dritten Kelch herangezogen, nämlich dem Kelch der Erlösung, dass man sagt, Gott hat mit ausgestreckten Armen und durch große Gerichte das Volk erlöst und das weist auf Christus hin. Das ist absolut in Ordnung, ist eine andere Interpretation. Ich finde aus prophetischer Sicht diese hier mit dem Kelch nach dem Mahl, mit dem Kos Eliyahu, der übrig blieb, für mich schlüssiger, aber das ist
Ansichtssache, ja, ist völlig in Ordnung, wenn das jemand anders sieht. Interessant an der Stelle ist auch, dass beim Abendmahl der Kelch der Bund ist. Jesus sagt, dieser Kelch ist der neue Bund. Der Kelch, nicht das Blut da drin. Weil der Kelch steht für seinen Leib, steht für ihn, für sein Körper. Und das Blut in ihm, ja, ist eben da drin. Ne? Es geht hier tatsächlich um Jesus. Der Kelch, ein Bild für Jesus selbst. So, jetzt hat Jesus in diesem Abendmahl, in diesem Sedermahl mit den Jüngern auf einmal jetzt hier mit dem Afikoman und mit diesem Kelch des Elia diese Zeremonie vollendet gefeiert. Weißt du was? Diese jüdischen Jünger, die sind von klein an, von Geburt an, sind die hineingewachsen und haben jedes Jahr Passa geweiht. Die kannten alles auswendig. Ja, die wussten jedes Ding, was kommt, was man sagt, wie das läuft. Das haben die alle schon x-mal durchgehabt. Ja, sie wussten es. Und sie wussten auch, dass dieser Kelch übrig bleibt und sie wussten, dass das Afikoman übrig bleibt. Und auf einmal nimmt Jesus das und sagt, pass auf, das ist mein Leib, das ist mein Blut. Ich glaube, dass sie geschockt waren. Ich glaube, dass sie total geschockt waren, weil sie diese fundamentale Symbolik auf einmal verstanden haben. Diese Bedeutung, diese Tragweise. Und zum allerersten Mal ist dort in Jerusalem diese Liturgie zum Passafest wirklich vollkommen gefeiert worden. Und so ist es, dass dieses Sedermahl und das Abendmahl untrennbar miteinander verbunden sind. Ja? Untrennbar. Und das Abendmahl des neuen Bundes ist eingebettet in diese Feier des Passahs aus dem Alten Testament. Du kannst es nicht rauslösen, das geht nicht. Und die messianischen Juden, die feiern heutzutage eben ein vollendetes solches Sedermahl. Die erinnern sich an das Leiden und Sterben Jesu, das vollkommene Passahlamm. Ja, sie erinnern sich, dass er für ihre Sünden gestorben ist und sie aus der Sklaverei herausgeholt hat. Ja, sie erinnern sich, dass er sein Leben hingegeben hat, dass sein Blut am Holz wirklich vergossen wurde. Ja, sie erinnern sich an diese Situation des Gerichtes, vor dem sie herausgerettet sind, für die Freiheit, in die sie hineinkommen könnten und so weiter. Übrigens ist das Abendmahl im Neuen Testament das einzige uns verordnete, ich sag mal, Fest. Ja, sonst wird uns da nichts wirklich gegeben, ja. Weil das ist das Entscheidendste. Das ist der entscheidendste Punkt, dass wir da andocken, dass wir verstehen, das Lamm, was geschlachtet worden ist, das muss ich beanspruchen für mich, das muss ich aufnehmen in mich hinein und dann kann ich frei sein und in die Verheißung Gottes hineinziehen. Dann komme ich frei aus dem Land der Sklaverei, werde frei von der Herrschaft des Feindes. Jesus ist das vollkommene Lamm Gottes. Und dieses Thema, das ist ja nun wirklich weit verbreitet und bekannt auch in der Christenheit. Das wurde in unzähligen Predigen, Büchern, Liedern immer und immer wieder aufgegriffen. Und das durchzieht das ganze Neue Testament. In 1. Petrus 1, Vers 18 lesen wir, denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Und natürlich weißt du in der Offenbarung, dass es dann heißt, dass die Jesus da als Lamm erscheinen, dass die Ältesten vor dem Lamm niederknien und es anbeten. So, das ist einige wenige Aspekte aus diesem Thema des wirklich bemerkenswerten Passafestes. Hier in diesen Büchern geht das noch viel tiefer. Ja, da habe ich noch etliches mehr dazu geschrieben, auch beispielsweise über die Sitzordnung bei dem Passa, ja, wo auch sehr interessante Aspekte drin sind, wo man vieles dann auf einmal besser versteht. Oder messianische Juden sagen, ja, also das mit den christlichen Zählungen von Karfreitag bis Ostersonntag, das ist irgendwie komisch, weil Jesus hat gesagt, es gibt drei Tage und drei Nächte und das sind nicht drei Tage und drei Nächte. Und die haben teilweise eine andere Zählung, das ist ja auch drin. Also einfach, wenn es dich interessiert, beschäftige dich damit. Das ist etwas, was dein Glauben wirklich stärkt. Und was vor allen Dingen auch diese interessante prophetischen Aspekt hat. Wie gesagt vorhin, Sonderpreis jetzt in dieser Phase für zwei Wochen von heute,
wo wir wirklich gesagt haben, okay, wir wollen die Menschen, die da einfach tiefer einsteigen wollen, wollen wir segnen. Und wir haben das also herabgesetzt vom Preis auf 28 Euro, was wirklich ein super Preis ist, auch für die DVD. Also wenn du da einsteigen möchtest, ich rate dir dringend, dich damit zu beschäftigen. Es wird dich wirklich tief, tief segnen. So, Passa steht also dafür, dass man gerettet wird, dass man sich bekehrt, dass man das Blut für sich in Anspruch nimmt, dass man durch das Blut Jesu gereinigt und gewaschen wird, dass man herauskommt aus dieser Macht der Sklaverei, der Sünde. Das heißt, es steht für Bekehrung, für Neugeburt. Raus aus Ägypten, hinein auf den Weg in ein Leben mit Gott. Ist der Startschuss. Passa ist der Startschuss. Das ist sehr wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind. Ja, es ist der Startschuss und das ist der Abend. Ja, du weißt, im Judentum ist es so, dass der Tag nicht wie bei uns um Mitternacht beginnt, was bei Licht besehen auch ein bisschen komisch ist, ne? Dass man mitten in der Nacht einen Tag beginnt, ja? Sondern er beginnt mit Sonnenuntergang. Das beruht auf der Schöpfungsgeschichte, ja? Weil es da heißt, es war der Abend, es war morgen ein neuer Tag. So, und beginnt mit Sonnenuntergang. Und dieser Sederabend ist also dann erstmal dieser erste Teil des Tages. Und dann eben geht es weiter und es schließen sich direkt unmittelbar daran an, diese Festwoche der ungesäuerten Brote. Matzot heißt die, ja, das Fest der ungesäuerten Brote. Passa ist der Startschuss und dann geht das einfach weiter. So lesen wir in 2. Mose 13, Vers 7. Während der 7 Tage soll man ungesäuertes Brot essen. Kein gesäuertes Brot soll bei dir gesehen werden, noch soll Sauerteig in all deinen Grenzen bei dir gesehen werden. Und es heißt sogar so, 2. Mose 12, Vers 15, jeder, der Gesäuertes ist, dessen Seele soll aus Israel ausgerottet werden. Das gilt vom 1. bis zum 7. Tag. Hey, das ist wirklich kernig. Das ist eine Aussage Gottes. Er sagt, du darfst nur dieses Ungesäuerte essen. Jeder, der das überschreitet, der wird mit dem Tod zu rechnen haben. Das ist dramatisch. Ja? Und dieses siebentägige Fest gemäß jüdischem Verständnis ist jetzt, sie sind ja wie gesagt in der Nacht losgezogen, sind die ersten 7 Tage der Wanderung. Und diese ersten 7 Tage der Wanderung sind genau diejenigen, die sie bis zum Roten Meer bringen. Bis zu der Situation, wo es nicht mehr weitergeht, weil das Meer da ist. Gemäß jüdischer Überlieferung ist das genau die Phase des Wüstenzuges. Ja, vom Auszug bis zu dem Meer 7 Tage. Und das ist das, wo man in dieser Phase, dieser Woche, ja, der ungesäuerten Brote dran denkt. Ne? Heraus aus der Sklaverei, dem ägyptischen Schmelzofen und auf dem Weg in die Freiheit. Wir erinnern uns nochmal, was in dieser Nacht geschah. Da lese ich dir mal was vor aus 2. Mose 12, ab Vers 30. Da stand der Pharao nachts auf. Und er rief Mose und Aaron nachts herbei und sagte, macht euch auf, zieht weg aus der Mitte meines Volkes, sowohl ihr als auch die Söhne Israels, und geht hin, dient Jahwe, wie ihr gesagt habt. Also er scheucht sie richtig weg, weil sein Sohn war nun auch zu Tode gekommen. Das Volk nun hob seinen Teig auf, ehe er gesäuert war. Ihre Backschüsseln trugen sie, in ihre Kleidung gewickelt, auf ihren Schultern. Und die Söhne Israel hatten nach dem Wort des Mose getan und sich von den Ägyptern silberne Schmuckstücke und goldene Schmuckstücke und Kleidung erbeten. Dazu hatte Jahwe dem Volk in den Augen der Ägypter Gunst gegeben, sodass sie auf ihre Bitten eingegangen waren. So plünderten sie die Ägypter aus. Wir haben vor einer Woche darüber gesprochen. Die Ägypter hatten nur noch die Panik, weil sie wussten, das Nächste, was kommt, ist, dass wir alle tot sind. Und sie haben gedacht, ihr nehmt, was ihr wollt, aber Hauptsache ihr geht. Ja, der Lohn für 400 Jahre Frondienst. Ne? Und dann sind sie ausgezogen. Dann heißt es, und sie backten den Teig, den sie aus Ägypten gebracht hatten, zu ungesäuerten Brotfladen, denn er war nicht gesäuert, weil sie aus Ägypten weggetrieben worden waren und nicht länger hatten warten können. So hatten sie sich auch keine Wegzehrung vorbereitet. Nun denkst du mal, dass das nicht ein bisschen komisch ist? Sie war nicht weggetrieben worden, sondern monatelang
lief der Countdown, dass sie endlich rausziehen konnten. Und auf einmal kam es trotzdem ganz plötzlich, wie unerwartet, ja, sodass das Brot, die Wegzehrung nicht vorbereitet war. Diese Spontanität, die da drin ist, ist sehr bemerkenswert. Ja, dieses Sitzen auf dem Koffer und auf einmal geht's los. Dieses Unerwartete, dieses gerade seine paar Sachen zusammenraffen und losziehen. Und das ist etwas, wenn du dir das überlegst, Jahrhunderte hatte das Volk gehofft, aus Ägypten rausziehen zu können. Ja, schon zur Zeit, wo Mose geboren ist, haben sie gefleht zu Gott, dass er eine Möglichkeit schenkt, dass sie rauskommen aus Ägypten. Und jetzt auf einmal ist es soweit und dann sind sie fast nicht vorbereitet. Das ist ein Bild für die, wie soll ich mal sagen, für diese Dramatik des Momentes, wenn es darum geht, gerettet zu werden. Vielleicht hat das Wort des Evangeliums zu jemand nie gesprochen. Aber auf einmal merkt er, jetzt oder nie. Und er merkt, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Jetzt spricht Gott. Jetzt muss ich mich entscheiden. Jetzt ist kein Ausweg mehr. Das drückt sich da für mich so aus. Dieses Wissen, es gibt auch einen zu spät, aber jetzt ist der Zeitpunkt des Heils. Jetzt muss ich es ergreifen. Jetzt. Und das ist das, was dort in diesem Fest eingebettet ist, in dieser dramatischen Situation, diesem Sitzen auf dem Koffer und dann diesem mehr oder weniger spontanen Aufbruch heraus, dort aus diesem Schmelzofen Ägypten. Das nächste, was dann passiert nach der Wanderung, ist wie gesagt diese Situation mit dem Meer, mit dem Roten Meer. Ja? Story kennen wir alle. Letztlich führt es dazu, dass das feindliche Heer vernichtet wird. So wie wir letzte Woche gehört haben, war Ägypten komplett demoliert, desaströs zerschlagen, im Grunde genommen abgestürzt auf ein dritte Weltland, sag ich mal, ja. War nichts mehr da, war fast Wüste. Und jetzt war auch noch das Militär komplett weg. Dadurch, dass dieser militärische Zugriff auf Israel auch noch abgewehrt war, ist es so, sie waren jetzt wirklich frei von Ägypten. Dieser Feind sollte erstmal nicht mehr auftauchen. Ja, für Jahrhunderte waren sie von diesem Zugriff von Ägypten, von dieser Sklaverei von Ägypten, waren sie frei. Ja, es gab andere Feinde, denen sie gegenüberstanden, aber dieser Feind war erledigt. Und dieses Schreiten durch das Wasser, ja, dieses Hindurchgehen, wie es auch im Neuen Testament anklingt, ja, diese Phase, wo man als Volk aus Ägypten durch das Wasser rausgeht in etwas Neues hinein und die feindliche Macht definitiv besiegt wird, weggewaschen ist, das ist ein Bild für die Taufe. Ja, das ist ein Bild, was in der Taufe sich ausdrückt. Ja? Jeder feindliche Anspruch ist abgewaschen. Ne? So, und diese Phase, diese 7 Tage Wanderung, sage ich mal, zwischen Passafest, was für Bekehrung steht, und dem Zug durchs Meer, was für Taufe steht, das ist so dieser Weg der Heiligung. Ne? Und die Hinwendung zu Jesus, dann geht's los, muss irgendwann dann eben zu diesem äußeren Zeichen, zu diesem öffentlichen Bekenntnis der Taufe führen, das gehört untrennbar zusammen. Für mich persönlich, ich weiß, es gibt sehr unterschiedliche Ansichten da, aber für mich persönlich ist die Reihenfolge sehr wichtig. Zuerst die persönliche Entscheidung für Jesus, die Errettung, und dann das öffentliche Bekenntnis davon, also die Taufe. Gut, es steckt natürlich noch viel, viel mehr drin, auch in diesem Fest mit dem Matzen, mit dieser 7-tägigen Zeit, ja, ist beispielsweise der Beginn der Erntezeit und so weiter. Und dann ist es eben auch vor allen Dingen bemerkenswert, dass es da ja dauernd um diesen Sauerteig geht. Ja, es heißt, du darfst den Sauerteig nicht essen, denn wenn du den Sauerteig zu dir nimmst, dann musst du sterben. Was hat es denn mit diesem Sauerteig auf sich? Wieso ist das denn so dramatisch, da den Sauerteig zu essen? Was soll denn da an Message drin stecken mit diesem Sauerteig? So, und Sauerteig im Neuen Testament ist ein Symbol für Sünde. Und das war ja genau das, was sie hinter sich gelassen haben. Das gehörte zu Ägypten, der Sauerteig. Jetzt waren sie rausgezogen und sind im Grunde genommen ohne Sauerteig rausgegangen. Ein Symbol der Sünde. So lesen wir beispielsweise in 1. Korinther 5,
Vers 6 bis 8. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, wie ihr bereits ungesäuert seid. Darum lasst uns fest Feier halten, nicht mit altem Sauerteig, auch nicht mit Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuertem der Lauterkeit und Wahrheit. Das ist Neues Testament. Paulus greift das Bild auf für Sauerteig und sagt, hey, das ist ein Bild für Sünde. Das ist genau das, was du hinter dir lässt. Das ist genau ein Bild für Ägypten. Du gehst eben raus ohne Sauerteig mit diesem Ungesäuerten und das ist ein Bild dafür. Wenn du mit in dieser Phase dich wieder mit Sünde beschäftigst, ja, dann, wie soll ich mal sagen, ist wieder dieser Tod da drin in der ganzen Geschichte. Ja? So, Sauerteig kommt immer wieder vor als ein Bild für Sünde. Und das ist interessant, wenn man sich das genauer anschaut. Weißt du, du siehst ja bei dem Sauerteig von außen gar nichts. Aber innen drin, ja, ist, sorry, ich sag's mal so, eine Infektion drin. Da ist etwas reingegeben, was dazu sorgt, dass der Teig sich langsam aufbläht. Ja? Die Schwellung kommt immer mehr. Ja? Eigentlich ist dieser Durchsäuerungsprozess, sorry für alle Hausfrauen, ist der erste Prozess der Verwesung. Ja? Ne? Und der ist auch nicht mehr aufzuhalten. Wenn das läuft, dann läuft das. Das kann nicht mehr gestoppt werden, das ist außer Kontrolle. Und genauso ist es mit der Sünde. Ja? Die Sünde fängt ganz klein im Verborgenen an, ganz winzig. Und auf einmal fängt sie an und durchzieht das Ganze, bläht das Ganze auf, ja, verändert das Ganze und irgendwann, letztlich, wenn man es nicht entsprechend dann nutzt vorher, wird es dann irgendwann kippen. Ja? 1. Korinther 5, Vers 8 heißt es mit dem Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit. So, Sauerteig in der Bibel ist also ein Bild für Sünde. Und genau das bleibt in Ägypten zurück. Ja, das Zurücklassen des Sauerteigs in Ägypten symbolisiert das Zurücklassen der Sünde, wenn man sich Jesus zuwendet. Halleluja. Und deshalb durfte da nichts Gesäuertes gegessen werden oder auch irgendwas Getreide mit getreidehaltiges Getränk getrunken werden. Und in dem Judentum bis zum heutigen Tag ist es dann üblich, dass man eben alles, was irgendwie mit Sauerteig ist, sucht in den Häusern. Das ist dann dieser Passa, Hausputz, ja, wo jeder Krümel von Sauerteig, Chametz, gesucht wird. Ne? Und da ist manchmal so ein richtiger Familienevent, wo die ganze Familie sucht und die Eltern lassen noch so ein bisschen was liegen, damit die Kinder so ein Erfolgserlebnis haben. Und alle Krümel werden dann zusammengesucht. Und tatsächlich gibt es den Bericht, dass man so ein kleines Säckchen hat mit einer Feder und da fegt man das so mit der Feder rein, macht die Feder in das Säckchen und verbrennt alles. Ja, das ist, wenn Paulus sagt, fegt den alten Sauerteig aus. Ne? Und dieses Säckchen, wie gesagt, wird verbrannt. Und wenn dann alles im Haus sauber gemacht ist, ja, und man das Haus sozusagen sauerteigfrei gemacht hat, dann ist es so, dass zum Abschluss proklamiert wird, aller Sauerteig und alles Gesäuerte, welches in meinem Besitz ist, das ich nicht gesehen und nicht weggeschafft habe, sei als vernichtet und dem Staub der Erde gleich anzusehen. Als Gesäuertes gelten alle Produkte der Getreidearten, Weizen, Roggen, Gerste, Hafer und Dinkel. Und zwar genau dann, wenn sie länger als 18 Minuten, das ist die rabbinische Regel, 18 Minuten mit Wasser in Berührung gekommen sind. So, aus diesem Grund ist es so, dass eben diese Matzen auf gar keinen Fall länger als 18 Minuten in der Produktion haben dürfen, zwischen dem Moment, wo der Teig mit Wasser in Berührung kommt, bis sie fertig ausgebacken sind. Aus diesem Grund werden die so dünn gemacht, sind Löcher drin, damit das ganz schnell durchbacken kann, sind die Streifen drin, ja, damit das ganz, ganz schnell durchbacken kann. Heute ist das technisch natürlich keine Riesenherausforderung mehr, aber früher war das natürlich eine Riesensache. Länger als 18 Minuten darf das Matzen nicht vom ersten Moment, wo es mit Wasser verbunden ist, bis es fertig hergestellt ist, produziert werden. Für uns als Christen ist es natürlich so, ist ja Leib Christi, die Löcher und die Striemen, die da drin sind,
Die Rillen, die da drin sind, erinnern uns natürlich an das, was Jesus am Kreuz erlitten hat. Im Judentum ist es üblich, dass man das dann kaschert. Man tut also alles, was an Geschirr ist und so weiter, kaschern, also abkochen, damit es wirklich rein ist von allem, was mit Sauerteig in Berührung gekommen ist. Moderne Juden heute haben in der Regel ein extra Passageschirr, das heißt, sie räumen das andere weg, haben dann für die Festtage etwas, was dann sozusagen rein ist. Aber es gibt eben das auch, dass einfach alles abgekocht wird, gereinigt wird. Übrigens auch Herde oder sowas müssen gekaschert werden, damit wirklich aller Sauerteig aus dem Haus draußen ist. Ne? Gut, das also ist von größter Bedeutung, dass wir keinen Sauerteig mit uns mitnehmen. Schau, der erste Moment, dieses Passafest, das ist so der Moment der Bekehrung. Dann geht's los in diesen Lebensstil der Heiligung. Keine Sünde darf dabei sein. Ne? Und dann irgendwann eben, wie gesagt, der Zug durchs Meer und dann komplett frei. Und dann geht das Leben in der Nachfolge los. Wenn wir jetzt überlegen, wir haben Passafest und dann geht das los. In den ersten Tagen lag Jesu geschundener, zerschlagener Leib im Grab. Aber wir wissen natürlich, dass ein ruinierter Körper nicht als Leichnam verwest und dass er nicht im Grab blieb. Halleluja! Sondern der wartete auf ein Ereignis, was die gesamte Geschichte der Menschheit für immer verändern sollte. Halleluja! Nämlich die triumphale Auferstehung des Herrn. Und genau das ist es, was der dritte Festtag beinhaltet. Der 16. Nisan. Nisan ist der Name, den wir heute haben. Früher hieß die, also in den Zeiten hieß der Monat Abib. Ja? Und da gibt es einen besonderen Tag. Das ist der zweite Tag dieser Pessachwoche. Ja? Der 16. Nisan. Das ist der Tag der Erstlingsfrüchte. Ich hatte vorhin kurz erwähnt, dass die Ernte beginnt. Weißt du, es ist ja auch ein Erntefest. Und zwar ist es das Fest der Gerstenernte. Wenn die Gerste reif ist, ja, dann ab diesem zweiten Tag beginnt die Ernte. Und zwar mit Folgendem. Dass die Erstlingsgabe von der Gerstenernte muss im Tempel dargebracht werden. Ja, die Erstlinge von dieser Ernte muss dargebracht werden im Tempel und dann startet die Ernte. Also inmitten von dieser Matzenwoche beginnt diese ganze gewaltige Ernte. Sehr interessant. Und da ist dieser zweite Tag eben eingebettet, ist da mittendrin und das findet da einfach mittendrin statt. Ne? So, Erntezeit beginnt, so wie das Erstlingsopfer dargebracht wird. Nun, ich könnte jetzt eine halbe Stunde über die Bedeutung von Erstlingen sprechen, das möchte ich an der Stelle nicht machen. Aber das ist ein super interessantes Thema, was ich hier auch sehr intensiv behandelt habe. Denn der Erstling ist etwas, was dargebracht werden muss. Vorher kann die Ernte nicht beginnen. Auch etwas, was als ewige Ordnung von Gott bezeichnet wird. Worum es mir geht heute ist, an diesem Tag, dem Tag der Erstlingsgabe, ist der Tag der Auferstehung des Herrn. Dort in den frühen Morgenstunden fand die Auferstehung Jesu statt, ja, beim Fest der Erstlingsfrüchte. Das ist der Tag nach dem Schabbat, der erste Tag der neuen Woche. Und das ist der Tag des triumphalen Neuanfangs, des absoluten Siegs. Weißt du, das ist der Dreh- und Angelpunkt der Menschheitsgeschichte. Jesus Christus ist von den Toten auferstanden. Die Story des Universums hat sich an dem Tag geändert. Halleluja. Etwas völlig Neues, etwas völlig Unvorstellbares begann. Ja? Eine Umgestaltung der gesamten geistlichen Machtverhältnisse. Alle ausgeklügelten Pläne und Strategien des Feindes zerbrachen, fielen wie ein Kartenhaus zusammen. Ja? Guck mal, der hat eben noch gegrölt, im wilden Triumph. Jesus war am Kreuz gestorben. Was hat das denn im Bewusstsein der Hölle bedeutet? Ja? Aus der Gottheit, der Dreieinigkeit, wurde der Sohn herausgenommen und er starb als Mensch. Was glaubst du, ist die tiefste Absicht des kranken Gehirns, des Feindes, des Teufels? Was ist das, was er sich am meisten wünscht?
Diabolos, der Dazwischenwerfer. Das, was er sich am meisten wünscht, ist, einen Keil in die Gottheit hineinzutreiben, einen Keil in die Dreieinigkeit. Und genau das schien jetzt erfolgreich passiert zu sein. Ja, genau das. Jesus hat am Kreuz geschrien, mein Vater, warum hast du mich verlassen? Warum? Weil alle Sünden aller Menschen, alles lag auf ihm. Sünde ist Trennung von Gott. Jesus trug die Sünde als das Lamm Gottes. Und als diese Sünde auf ihm lag, war er in totaler Gottferne. Deshalb dieser Schrei. Die Hölle hat gegrölt, die Hölle hat gejubelt. Sie war völlig begeistert. Das hätte man ja nie sich vorstellen können. Schau, Trennung von Gott. Das Lamm Gottes, Jesus. Und auf der anderen Seite der Vater und alle Sünde aller Menschen dazwischen. Und dann geschah etwas, was keine Macht des Himmels und keine Macht der Hölle sich jemals hätte vorstellen können. Es geschah etwas zwischen Vater und Sohn. War die Liebe größer als alle Macht, aller Sünde, aller Menschen. Und baff, kamen sie wieder zusammen. Und zerbröselten all das, was an Sündenkonstrukt dazwischen war. Und deshalb jeder, der das für sich in Anspruch nimmt und sagt, jawohl, ich akzeptiere, dass Jesus mein Herr und Retter ist, der kann da andocken und ist von seiner Sünde frei. Weil in Christus, dem vollkommenen Lamm Gottes, ist die Sünde erledigt. Wer das nicht tut, der hat seine Sünde zu tragen. Aber es ist nicht nötig. Jeder Mensch, der das für sich beansprucht, hat völlige Sündenvergebung und ein Leben in Ewigkeit. Halleluja. Das ist das, was der Tag der Auferstehung bedeutet. Der Tod konnte Jesus nicht halten in diesem elenden Grab. Ja? Die Liebe zwischen Vater und Sohn erwies sich als größer als alle noch so große Macht von Sünde. Ja? Durch das, was Jesus getan hat, ist der göttlichen Gerechtigkeitsanspruch ist Genüge geleistet worden. Ja? Jesus, das vollkommene Opferlamm, ist gekommen. Das Passahlamm. Unser Passahlamm, was für uns geschlachtet worden ist, dessen Blut hoffentlich an deiner Herzenstür drangestrichen ist. Die Auferstehung ist die absolute zentrale Botschaft des Christentums. Weißt du, Christentum, was beim Kreuz stehen bleibt, hat die wahre Botschaft des Evangeliums nicht ergriffen. Ja, Jesus ist nicht nur gestorben, sondern er ist wieder auferstanden. Er ist auferstanden. Und deshalb ist er auch wieder mit diesem Fest der Erstlingsgabe, der Erstling von den Toten, der Erstgeborene von den Toten, der Erstling der Entschlafenen, so heißt es. Ja? In 1. Korinther 15, Vers 20 und 23, der Erstgeborene aus den Toten. So, und dann geht die eigentliche, richtige Ernte los. Danach beginnt die Ernte, vorher nicht. Ab dem Zeitpunkt, wie dieser Erstling gebracht worden ist, geht die Ernte los. Christus, als er auferstanden worden ist, als er wieder unter uns war, da begann das, was du und ich heute genießen können. Ein Leben ohne Trennung zu Gott. Eins mit ihm, verbunden mit ihm. Ja, neue Kreaturen sein. Neugeboren sein. Und weißt du was? Du und ich, wir sind Teil dieser Ernte. Wir sind Teil von dem, was da an diesem Tag damals begonnen hat. Erst mit dem absoluten Triumph Christi konnte diese Erntezeit beginnen und erst ab diesem Zeitpunkt ist Rettung möglich. Halleluja! Der Triumph für alle, Sieg über die Macht der Sünde. Passa ist der Zeitpunkt der Opferung. Aber dieser Zeitpunkt, dieser Tag, der 16. Nisan, ist das Fest der Auferstehung. Halleluja. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Und noch ganz kurz, und dann bin ich auch gleich fertig. An diesem Zeitpunkt, der wird von den Juden nicht gefeiert. Dieser Tag wird von den Juden nicht gefeiert. Das Einzige, was an diesem Zeitpunkt beginnt, ist, dass die sogenannte Omer-Zählung losgeht. Das ist die Zählung, die dann zu Pfingsten führt. Ab dem Tag, am 50. Tag, ist Pfingsten. Also an dem Tag beginnt die Zählung, ja, wo es dann auch die Verheißung des Vaters gibt.
Also schon sehr bemerkenswert. Ja? Aber normale Juden feiern das nicht. Warum nicht? Ja, weil sie nicht den Zugang zum Messias haben, weil sie Jesus Christus nicht als ihren Rettern haben. Das haben nur die messianischen Juden, die das schon für sich in Anspruch nehmen konnten. Halleluja. So, jedes Kind, was dieses Afikoman gefunden hat, ja, das weiß, ich bekomme die Verheißung des Vaters zu Pfingsten, zu Schabbat, 50 Tage später. Und dieser Tag ist mit diesem Tag der Auferstehung fest verbunden. Und das ist etwas, was ich absolut grandios finde. Ja. So, in diesem ganzen Zusammenhang zwischen diesem Sederabend, dieser Matzenwoche und diesem besonderen Tag, da merkst du, und es ist nur ein Teil, es ist nur ein paar Facetten von dem, was Gott da hineingegeben hat. Und ich finde das so grandios. Ich bin so begeistert, das freut mich so. Und in diese ganze Szenerie ist unser Abendmahl mit eingebettet. Und wir müssen ein Verständnis dafür haben, das ist nicht irgendwas, was Jesus mal eben so sich ausgedacht hat, mit einem Stückchen Brot und irgendwie Schluck Wein, sondern es war eingebettet in diese hochkomplexe Story, ja, und in die sind du und ich mit hineingenommen, wenn wir hier dieses Abendmahl feiern dürfen. Halleluja. Genau. Das mit dem Afikoman, das ist für mich immer die Besonderheit, das Besondere, dieses gebrochen werden von dem Brot, das Verstecken und das Verbinden mit der Verheißung des Vaters eben dann zu Pfingsten. Darüber werden wir noch sprechen. Ja. Aber jetzt wollen wir dieses, was wir hier heute gelernt haben, das wollen wir jetzt umsetzen. Ja, lass uns Abendmahl feiern. Lass uns Abendmahl feiern und lass uns dran denken, wie es auch in den Berichten, in den Evangelien geschrieben ist, wie es im 1. Korinther geschrieben ist, wie das Mahl mit Jesus und den Jüngern gehalten wurde. Jesus war mit seinen Jüngern zusammen und während sie also das Mahl gegessen haben, da heißt es, und er nahm den Kelch und, nein, er nahm das Brot, brach es, dankte und gab es ihnen und sprach, nehmt und esst, dies ist mein Leib. Und genau das wollen wir jetzt tun. Ja. Wir wollen dieses Brot brechen. Wir wollen gemeinsam das Brot brechen, im Bewusstsein dessen, ja, was der Herr getan hat. Sein Leib für uns gegeben. Sein Leib, der für uns, ja, hingegeben ist. Halleluja. Herr, ich danke dir, dass du dein Leib hast für mich brechen lassen. Dass das ein freiwilliges Opfer für dich gewesen ist. Dass du damit mir Anteil gegeben hast an deinem Leiden und Sterben. An dem, dass du meine Schuld und Sünde getragen hast am Kreuz. Dein Leib gegeben für mich. Herr, wir danken dir für dieses wunderbare Brot, was wir in uns aufnehmen können, was Teil von uns wird. Ja. Teil von unserem Sein wird. Und wir machen uns bewusst, was du für uns getan hast. Wir machen uns bewusst, es gibt keine andere Rettung außer in dir. Das vollendete Passahlamm. Das vollendete Passahlamm. Wir wollen uns dessen bewusst sein, dass wir heute an diesem Tag uns mit dir da aufs Innigste verbinden. Du in uns. Amen. Halleluja. Halleluja. Christus in uns, die Hoffnung, ja, der Herrlichkeit, aufgenommen in uns. Das ist es, was wir feiern durch dieses besondere Mahl. Was für ein Vorrecht. Und nicht nur das, das Afikoman, was die Verheißung des Vaters beinhaltet, was dieses Geheimnis hat, die schon seit so vielen, ja, Jahrhunderten immer und immer und immer bei dem Passafest enthalten ist. Was für ein Vorrecht. Halleluja. Und er, Jesus, nahm einen Kelch und dankte und gab ihnen den und sprach, trinkt alle daraus, denn dies
ist mein Blut, das gegeben ist für euch, vergossen für euch zur Vergebung eurer Sünde. Christi Blut für dich vergossen. Herr, wir danken dir, dass Halleluja. Du uns dieses Kostbarste des Universums geschenkt hast. Es ist ein Geschenk und wir nehmen dieses Geschenk aus deiner Hand. Jesus, ich danke dir, dass wenn dieser Wein meine Lippen berührt, dass ich mich daran erinnere, was du für mich getan hast, dass dein Blut für mich geflossen ist, zur Vergebung meiner Schuld. Herr, ich danke dir, dass du mir bewusst machst, wo ich Buße tun muss, wo ich nicht vor deinem Angesicht bestehen kann, aber wo du mir dieses Angebot der Vergebung durch dein Blut machst. Yes. Und dass ich diese Vergebung in Anspruch nehme, jetzt, in diesem Moment. Ich danke dir für dein vergossenes Blut. Und wenn ich es jetzt trinke, dann möchte ich an dein Opfer denken, dann möchte ich an deine Auferstehung denken, dann Halleluja. Möchte ich daran denken, yes. dass ich das Lob auf meinen Lippen trage und dich preise für dieses Geschenk, für diese Hingabe deines Lebens an mich. Yes. In Jesu Namen. Jesu Blut für dich vergossen. Das Kostbarste, was es gibt im Universum. Yes. Das Blut des Lammes. Das Blut, durch das wir Gerechtigkeit empfangen. Das Blut, durch das wir Zugang haben zum himmlischen Thronsaal. Das yes. Blut, was uns reinwäscht von aller Schuld. Yes. Halleluja. In dem Text in Matthäus heißt es, dass sie ein Loblied angestimmt haben. Das ist das, was das Opfer ausmacht, dass sie ein Loblied angestimmt haben. Über das, was Gott getan hatte in dem Volk Israel. Sie erinnerten sich daran, dass Gott sie herausgeführt hatte aus der Versklavung durch den Pharao. Und sie erinnerten sich daran, was Jesus ihnen jetzt gegeben hat und was sie geschenkt bekommen hatten in dem Moment. Und sie stimmten ein Loblied an. Das ist für mich das ganz Besondere, dieser Abschluss dieses Mahles, ein Loblied. Und lass uns das jetzt nehmen als einen Impuls, dass wir jetzt gerade, jeder da, wo er ist, jeder für sich, jetzt diesen Lobpreis auf den Lippen trägt, dass wir jetzt dem Herrn danken für das, was er getan hat, für das, was er tun wird, dass unsere Dunkelheit, unsere Schmerzen, unsere Erkrankung oder was es auch immer ist, dass es nicht so bleiben wird, sondern dass es einen Ostermorgen geben wird, dass es eine Auferstehung geben wird, dass es eine Veränderung geben wird, dass aus der Dunkelheit ein Licht werden wird, weil Christus selbst das Licht ist. Lass uns jetzt eine kurze Zeit nehmen, wo wir echt dem Herrn danken. Herr, wir danken dir wirklich für dein Opfer. Wir danken dir, dass du das gegeben hast für uns. Herr, ich danke dir, für mich ganz persönlich ist dein Blut geflossen. Für dich ganz persönlich, für mich hast du deinen Leib gegeben. Du hast ihn hingegeben für mich, damit ich gereinigt, gerettet und wiederhergestellt werde. Herr, ich danke dir, dass dein Blut mich bedeckt, dass es wirklich diese Bedeckung ist, dass der Feind mich nicht antasten kann. Herr, ich danke dir, dass dieses Blut angestrichen ist an meine Herzenspfosten. Ich ehre und ich rühme und ich preise dich. Das Lamm Gottes, das auf dem Thron sitzt. Amen. Ja, Herr, du bist das Passahlamm, das für uns sein Leben gegeben hat. Das vollkommene Opfer. Und wir preisen dich dafür. Das ist etwas, was keine Engelsmacht und keine Macht der Finsternis jemals sich hätte erdenken können.
dass Gott selbst Mensch wird, für uns die Schuld trägt, um uns den Weg frei zu machen, damit wir ins Reich Gottes kommen können, damit wir gerettet sein können für Zeit und Ewigkeit, damit wir eins werden können mit dir, damit du in uns lebst. Halleluja. Heutzutage dürfen wir ein Tempel des Heiligen Geistes sein. Sind wir verbunden mit dir, gehören zum Leib Christi, sind Glieder in einem Leib. Du bist das Haupt. Dein Blut fließt in unseren Adern. Herr, was für ein Vorrecht. Was für ein gewaltiges Vorrecht. Daran denken wir, wenn wir das Abendmahl nehmen. Was für ein Schatz. Eingebettet in dieses Gewaltige, was du damals schon vor 3.500 Jahren deinem Volk geschenkt hast. Herr, was für ein gewaltiges, prophetisches Bild. Wir danken dir von ganzem Herzen dafür. Und es ist verbunden mit Pfingsten, wo es weitergeht und wo die Verheißung des Vaters kommt. Herr, und ich bete für jeden Einzelnen, der hier zuschaut, der sagt, ich muss dieses Blut für mich in Anspruch nehmen. Und ich bete, dass du wirklich dieses für dich akzeptierst. Ja, und ich möchte jetzt einfach die Gelegenheit nutzen. Ja, und wenn es nur einer ist, ja, für den das gilt, dass du dieses Übergabegebet jetzt mit uns sprichst. Yes, amen. Ich spreche es dir einfach vor, nutz die Gelegenheit. Yes. Nutz die Gelegenheit, jetzt die Rettung zu ergreifen. Und wenn du vielleicht den Eindruck hast, dass du abgefallen bist, dann sprich es einfach mit. Wenn du sagst, ich brauche es neu für mich, dann sprich es einfach mit. Halte nicht zurück. Herr Jesus. Herr Jesus. Ich habe verstanden, dass du für meine Schuld gestorben bist. Und ich akzeptiere dein Opfer. Für mich ganz persönlich. Ich nehme dein Blut für mich in Anspruch. Wasch mich rein von aller Schuld. Wasch mich rein von aller Sünde. Ich akzeptiere dich als meinen Herrn und Retter. Ich akzeptiere, dass ich keinen anderen Weg habe zu Gott. Ich gebe dir mein Leben. Ich gebe dir mein ganzes Sein. Mach mich zu einer neuen Kreatur. Komm mit deinem Heiligen Geist und durchdringe mich. Herr, ich will von neuem geboren werden. Ich will ein Kind Gottes sein. Ich tue Buße für das, was ich getan habe. Vergib mir meine Schuld und nimm mich an als dein Kind. Bete mit deinen eigenen Worten weiter, wenn du das jetzt mitgesprochen hast. Vielleicht führt der Herr dich so, dass du konkrete Dinge ihm einfach nennst. Konkrete Sachen, die dir einfallen. Dann geh einfach weiter im Gebet mit dem Herrn. Weißt du, jeder Christ, ausnahmslos jeder, muss diesen Schritt machen. Es gibt viele Leute in den Gemeinden und in den Kirchen, die diesen Schritt nie gemacht haben. Ja. Es ist hochgefährlich. Wenn du dein Leben nicht Jesus gegeben hast, wenn du nicht von Neuem geboren bist, hast du keine Garantie für ein Leben in der Gegenwart Gottes. Ja. Du musst das Opfer, was Jesus für dich gebracht hat, persönlich annehmen. Du musst es für dich persönlich ergreifen. Das kann niemand anderes für dich tun. Das kann nicht irgendeine Institution für dich tun. Das kann nicht, weil du auf irgendeiner Liste von irgendeinem Ding stehst, für dich automatisch funktionieren. Und das kann schon gar nicht funktionieren, weil du meinst, du hast keinen umgebracht oder sonst was. Bist ja ein toller Mann. Es gibt viel schlechtere Leute als dich. Vorsicht. Um aus Ägypten rauszukommen, brauchten wir das Blut dieses Passahlammes. Um aus der Macht der Sünde rauszukommen, brauchen wir das Blut Jesu Christi. Es gibt keinen anderen Weg. Nur ihn. Und deshalb ist das Blut so wichtig. Und deshalb ist das Bewusstsein daran durch das Abendmahl so wichtig. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns mit diesem wunderbaren Passafest und dem, was dazugehört, beschäftigen. Halleluja. Wir wollen jetzt auch noch mal beten für die Leute, die etwas an Leiden und Krankheit haben. Leg gerade deine Hand
vielleicht auf den Körperteil, der dir am meisten Probleme macht oder Sorgen macht. Und wir wollen jetzt nochmal das Blut Jesu darüber ausrufen. Wir wollen nochmal darüber ausrufen, dass durch seine Wunden uns Heilung geworden ist. Ja. Genauso wie unsere Sünde, die blutrot war, weiß gewaschen wurde wie Wolle, genauso heißt es im Jesaja-Text, dass in seinen Wunden uns Heilung geworden ist. Halleluja. Und das wollen wir jetzt nochmal beten für die Menschen, die wirklich jetzt Schmerzen haben und krank sind. Da ist es wichtig, dass du aktiv das ergreifst. Ja. Schau, nur der Mensch, der aktiv das Heil ergreift, was Jesus für ihn hat, der es nimmt, der ist errettet. Der beispielsweise so ein Gebet mitspricht, der es ergreift, der sagt, ja, das will ich haben. Es passiert nicht automatisch. Und genauso ist es auch mit den anderen Dingen des Herrn. Ja. Und wenn du Heilung haben willst, dann musst du aktiv sein im Sinne, dass du sagst, ja, ich nehme das, ja, ich akzeptiere, dass Christus auch dafür gestorben ist. Durch seine Striemen, das haben wir hier, durch seine Striemen, durch seine Wunden bin ich geheilt. Und das für sich in Anspruch nehmen, gerade jetzt nach dem Abendmahl. Im Namen Jesus Christus segne ich jeden Einzelnen, der jetzt hier von unseren Geschwistern dabei ist. Und ich spreche aus, Heilung fließt vom Thron Gottes jetzt zu dir. Wir sprechen aus, Befreiung flutet zu dir. Das, was da an Krankheit ist, an Schmerzen ist, an Gebrechen ist, wir erklären es, es ist weggewaschen durch das Blut Jesu. Wir sprechen, es muss weichen, es kann sich nicht halten. Christus ist dafür gestorben. Wie können diese Dinge weiterhin sich da manifestieren? Wir sagen Nein dazu. Nein zu jeder Krankheit. Nein zu jeder Schmerzen. Nein zu jedem Krebs. Nein zu jeder Blutkrankheit, Blutproblem. Zu jedem Herzproblem. Ja? Zu irgendwelchen Leberproblemen höre ich. Irgendwelche Dinge, die sich mit Innereien, mit Darm oder sonst was, mit Lunge, egal was. Alles, was da an Mächten von Krankheit ist. Wir sprechen aus. Weiche im Namen Jesus Christus. Weiche im Namen Jesus Christus. Hautkrankheiten. Weiche im Namen Jesus Christus. Ja, all das, was da einfach im Gesamten ist. Das Blut Jesu da drauf. Und nicht nur das. Auch auf psychische Krankheiten. Auch auf die Leute, die unter depressiver Stimmung sind. Gerade jetzt in dieser Notsituation, in der wir uns befinden. Gerade die, die jetzt irgendwie unter dieser Decke von Angst sind. Dieser Mantel von Furcht und Bedrängnis sind. Ich spreche aus, dass da Licht hineinkommt. Segen hineinkommt und dass da, auch wenn da irgendetwas sich über dich deckt, dass es weggenommen ist und dass das Blut Jesu dich komplett wieder neu einfach reinwäscht von all dem, was der Feind da versucht auf dich zu legen, im psychischen Bereich, im physischen Bereich, in jedem Bereich deines Lebens. Wir erklären wirklich alle Mächte, die meinen, in deinem Leben wirksam sein zu dürfen, zu können. Wir erklären sie für gebunden, wir erklären sie für vernichtet. Wir erklären sie für aufgerieben und wir erklären, dass du frei bist, weil du das Blut Jesu für dich in Anspruch genommen hast. Und wir setzen dich jetzt frei von all diesen Plagen, die dein Leben getroffen haben. Und dass du ausziehen kannst in große Freiheit. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Ich empfinde, dass da Leute sind, die haben einfach einen Schmerz, weil sie keine Kinder bekommen können. Und ich spreche aus, dass diese Notsituation gebrochen ist. Und ich proklamiere, dass du empfangen kannst, dass du zeugen kannst und dass da einfach Nachwuchs kommt. Dass dieser Kinderwunsch erfüllt wird. Yes, Halleluja. Irgendwelche Leute sind doch da mit Knochenproblemen. Schmerzen mit den Knochen, vielleicht auch Knochenbrüche, Arthrose, irgendwas. Wir sprechen auch dort das heilende Blut Jesu hinein, in der Autorität des Namens Jesus Christus. Dann auch hier Skoliose, wenn die Finger so verkrümmt sind beispielsweise. Wir sprechen auch dort Heilung hinein. Heilung in alles, was da sich irgendwie manifestiert. Das Blut Jesu. Nimm es für dich in Anspruch. Egal, auch wenn es Dinge sind, die wir nicht gesagt haben, beanspruche es für dich. Beanspruche es für deine Lungen. Beanspruche es für deine Organe. Beanspruche es für dein Herz. Beanspruche es für deinen Kreislauf. Beanspruche es für alles. Es gibt nichts, was ausgenommen ist. Halleluja.
Wir sprechen jetzt auch Stärkung in jeden Körper. Ja. Stärkung und wirkliche Kraft, Kraftzufuhr, dass, dass wieder Arbeit getan werden kann, dass wieder gelaufen werden kann, dass wieder die ganzen Dinge funktionieren. Auch dass die Leute, die mit Herz Operationen oder Ähnlichem zu tun hatten, dass sie jetzt aufgebaut werden, dass sie in Kraft kommen, in einen Prozess der Wiederherstellung, dass sie wirklich laufen können und nicht matt werden, dass sie stehen können, laufen können, gehen können, ohne bedrängt zu sein. Herr, wir beten für die Leute, die mit Lungenproblemen unterwegs sind, dass diese, diese massive Belastung, diese dämonische Belastung von ihrem Leben genommen ist. Du hast es am Kreuz getragen, Herr Jesus. Und wir sprechen Freiheit aus. Wir sprechen guten Atem aus. Wir sprechen aus, dass der Atem Gottes sich jetzt bewegt in deinem Leben. Und dich freisetzt in Jesu Namen. Eine echte Berührung des Heiligen Geistes jetzt. Amen. Jetzt, Amen. An diesem besonderen Tag. An dem Tag, wo wir daran denken, dass Jesus für unsere Schuld gestorben ist, sein Blut vergossen hat. Wann denn sonst? Heute, wo wir Abendmahl genommen haben. Streck dich danach aus und sag, jawohl, Herr, ich beanspruche meine Heilung. Ich beanspruche, dass das, was du für mich getan hast, dass es sich zeigt in meinem Körper, in meiner Seele, in meinem ganzen Sein, was auch immer deine Not ist. Wir sprechen aus, es kommt Veränderung vom Thron Gottes in dein Leben hinein, in deine Familie hinein, in deine ganze Situation hinein, in deine Beziehung hinein, in deine Gesundheit hinein, in die Gesundheit deiner Familie hinein, in deine Finanzen hinein, was auch immer da ist. Segen strömt vom Himmel herab. Öffne dich für den Segenstrom. Halleluja. Es ist etwas, was für seine Kinder zur Verfügung steht. Das Brot der Kinder, befreit von den Dingen, die Ägypten zu bieten hat, die wir nicht mehr tragen brauchen. Amen. Halleluja. Amen. Halleluja. Wir sind sicher, dass du gesegnet bist an diesem besonderen Tag. Und wir freuen uns, dass du dabei warst. Und wir sind sicher, dass wirklich etwas Frisches, Neues in deinem Leben kommt, sich Dinge verändern werden. Und wir... Ja, unser Wunsch und unser Gebet ist einfach, dass Menschen, immer mehr Menschen verstehen, Christen, Kinder Gottes, was es mit der Power und der Kraft des Abendmahls auf sich hat. Das war ja nur einige Aspekte, die wir heute weitergegeben haben. Wirklich einige nur. Ja, es ist eine gigantische Power, es ist unvorstellbar. Das Blut Jesu ist die stärkste Waffe, die wir haben als Kinder Gottes. Amen. Und wenn wir uns dessen bewusst sind, dann bekommen wir wirklich ein Bewusstsein dafür. Und in dieser Phase, in der wir uns momentan befinden, Sigrid hat es schon gesagt, ist es so, dass das Abendmahl in der Gemeinschaft eben sozusagen nicht genommen werden kann. Mhm. Was für eine Attacke des Feindes. Ja, okay, wir haben die Möglichkeit, das hier miteinander wenigstens in diesem Online-Bereich zu nehmen. Aber das lassen wir uns nicht, uns nicht nehmen. Das ist etwas, wo Power drin steckt. Und deshalb nehmen wir auch das Abendmahl jedes Mal, wenn wir über das Mosekörbchen beten. Ja. Weil wir wissen, da ist etwas drin, was wirklich vom Herrn ist und was gewaltig ist. Halleluja. Halleluja. Wir segnen euch von hier aus. Halt. Ach so, nochmal, willst du noch sagen? Also ganz klein nochmal der Hinweis. Die Bibliothek. Bevor ich es hier vergesse, die kleine Bibliothek mit den 7 Büchern für 2 Wochen ab heute zum Special. Ja, doch, ist. Das ist wirklich was Besonderes. Ja, das stimmt. Weil ich glaube, was wir heute weitergegeben haben, ist ein kleiner Teil aus dem ersten Band hier. Also da steckt wirklich, wirklich etwas drin, was dich segnen wird. Wie gesagt, auch als DVD, nur noch mal als Hinweis, Sonder-Special-Super-Preis, 28 Euro. Und wir würden uns freuen, wenn du das bestellst, um da einfach tiefer reinzugehen. Genau. Halleluja. Der Friede Gottes bewahre euch, behüte euch. In euren Gedanken, in eurem Leben, in eurem ganzen Sein. Und er gebe euch seinen Frieden immer mehr, immer tiefer. Und er bewahre euch und er segne euch. Amen. Amen. Gott hat mehr für dich. Amen. Halleluja. Blessings. Seid gesegnet. Ciao.